White Russian. Russians, wer das hört, fickt auch Hundewelpen. Wow. Wow. Lieber Alex, du wirst dich freuen, wenn dich das nicht so sehr freut. Vielleicht. Das liegt daran, dass wir eigentlich dachten, als erstes kommt der Satz, White Russian, wer das hört, ertränkt auch kleine Hundewelpen, aber Flummi wollte natürlich rausgeschnitten werden. Ich wollte noch ein paar mehr Überraschungs-Outtakes kreieren. Ja, wieso? Aha. Ich meine, das können wir doch so lassen, oder? Ich lass das so, du kannst schrat mal da. Sodomie, Sodomo. So. Krass. Willkommen zur Episode 5. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Scheißverein. Scheißverein. Entschuldigung. Ich hab's heute damit irgendwie. Es wird noch ein paar Mal kommen heute, Alex. Wunder dich nicht. Also, ich glaube, das letzte Intro und Outro, also von der letzten Folge und das jetzt, das haben wir jetzt alles an einem Spieleabend aufgenommen. Deswegen zieht sich das jetzt halt durch die nächsten Intren und Outren. Also, je nachdem, wie viele wir heute aufnehmen. Nur noch das. Ach so. Ja, dann nur noch das. Es hat eigentlich nur so viel Spaß gemacht, weil ich nicht nachgedacht habe, was ich tue. Aber das ist okay. Jetzt schweigen alle. Ich habe gerade eine Schnapspraline gegessen. Ich liebe dich. Aha. Schnapspraline, die schmecken ja richtig lecker. Ich glaube, deswegen ist Trolli auch immer nur Teewurst. Ist er ein Mann im Frack? Nee, er ist dein kosmischer Antagonist. Der kosmische Widersacher, dein Antagonist. Er ist der Spielleiter. Wir sind aber auch wieder hier. Das ist alles ein Wahlschein, sag ich dir. Quack. Ist so. Ist irgendwie, was ist denn hier los? Können hier nicht auf Känguru die ganze Zeit rumreiten. Ich wollte auch sagen, das ist auch schon wieder wir doch heute bei Sodomie waren, ist das doch in Ordnung. Ich war schneller. Wir hatten in der 8 eine sehr kurze Planungssession, wo die beiden Damen sich eigentlich nur darüber unterhalten haben, was es so geben könnte, wie der Plan aussieht. Und jetzt in der 9 geht's weiter mit Komm den Clown. Das haben wir ja schon angekündigt. War toll. Komm den Clown geht's jetzt weiter und halt noch mehr Planung. Das kann man ja schon mal sagen, ohne zu spoilern. Und das wird richtig gut wieder. Und da ist, merkt man auch, total durchgeplant von mir. Und da gibt's keine Verwirrungen, da gibt's... Das ganze geskriptete, man muss dazu sagen, der Spielleiter hat kurzzeitig mal sein Skript verloren, deswegen musste er improvisieren, aber ich fand, das hat er gut gemacht. In der Wohnung ging das Klopapier aus und ich konnte halt auch nichts machen, weißt du? Ich werde heute übrigens mit der Originalstimme von Billy sprechen. Oh Gott, kannst du das bitte erst im Outro machen und nicht jetzt nicht mit. Sag deinen Spruch und fang an. Viel Spaß und bleib geil. So, wir wollten ins Acid, ne? Ihr kennt ja den Schuppen, ich mach gleich nochmal Beschreibung, aber so modisch, wie sieht's aus? Ja, ist doch ein Abgeh-Schuppen, ne? Das könnte man so sagen. Das heißt, Billy wird ihr Techno-Party-Equipment anlegen. Warte, ich such dir gerade mal ein Bild raus. Ich dann weiß du ungefähr. Und Julia wird sich denken. Was? Wieso denn? Weil die letzte Partyaktion irgendwie in der Wohnung eines Bullen geendet ist. Na, das liegt aber. Dann tu dich halt heute mal nicht so anstellen, ey. Also, wenn du heute jemanden hinterherrennst, der dort Drogen verkauft, wäre es tatsächlich eher ungünstig, sag ich mal. Aber auch deine Schuld. Das musst du dir jetzt, was ich dir im TS gepostet habe, mal anschauen, aber stell dir nicht diese bescheuerte Sense und diesen bescheuerten Umhang vor. Aber ich finde diesen Bodysuit so geil mit diesen Leuchte. Boah, geil, der Cyberpunk-Bitch. Ich denke doch, oder? So wird man doch 2080 garantiert in Moskau auf eine Party gehen. Da gibt's auf jeden Fall Fetischgruppen und allgemein auch ist sowas in der Richtung beliebt. Nicht ganz so mega, aber auf jeden Fall bist du gut dabei, sag ich mal. Ja, ohne diesen doofen Umhang. Ja, halt ich weiß schon. Und ohne die hässliche Kackachse und ohne leuchtende Augen. Ja, genau, richtig. Aber es sollen natürlich Kontaktlinsen. Richtig, richtig. Nee, das wäre schon, denke ich. Also nicht so stechend leuchtend, aber halt schon phosphorisierend. Grünlich leuchtend. Und so meinst du ein bisschen Fox-like? Ja, bitchy.
Hier, Jojeska. Hm? Outfittermeister. Ach so. Nur ganz grob. Hm. Naja. Gott, wie warm ist es denn? Es ist kalt draußen, ne? Ja, es ist kalt, Mist. Du gehst doch in den Club, Alter. Kann ich mal ganz kurz hier mein Clubwissen aus Relife anwenden und sagen, Alter, du gehst mit dem T-Shirt sogar teilweise vor den Club aus dem Auto raus und wartest da die 10 Minuten und dann, wenn du drin bist, wärmst du dich eh auf. Das ist allerdings richtig. Amphetamine wärmen von Moment. Innen. Wir haben nicht gesagt, dass wir heute uns irgendwas einwerfen. Also ich wollte das weiß ich doch. Das ist so geil. Weißt du, wir gehen in den übelsten Drogenschuppen, aber nein, heute nicht. Nein, das ist ja auch viel wir zu... Gehen, viel zu... Wir gehen in wird den auch nicht gern gesehen, oh, wenn ihr euch vorher Gott. Zuzieht. Also wir müssen schon... Da kommt wirklich nicht rein. Bitte? Also wenn ihr euch vorher zuziehen nee. Würdet, kämet ihr auch tatsächlich nicht rein. Nee, machen wir auch nicht. Ja, weiß ich ja. Also Jojo, hier, kurze Ansage. Jojo sucht gerade noch. Scheiße. Was denn? Wie verstecke ich möglichst gut meine Schrotflinte? Was? Keine Schrotflinte? Nicht. Ich finde ja, irgendwann Jojo müsste den Fuß abgenommen bekommen, also das Bein, und dafür kriegt sie dann eine MG dran gebastelt. Planet Terror, ja? Ja! Jojo Terror. Ja. Na klar, Gott, guck mal, Mann. Wie sie sich freut, die Kleine. Planet Jojo. Das ist ja auch deine Welt. Richtig, ich wollte gerade sagen, da gibt's doch auch ein schönes Lied, Jojos Welt, oder? Ach nee, Moment, nicht, das oder? Das war Veronas Welt, Entschuldigung, tut mir leid. Oh. Opa. Ich hasse dich. Also ich fand's ganz gut. Ja. Du bist so gemein. Bist du jetzt langsam mal fertig? Ja, Jojo hat ein... Es ist ein schwarzes, ärmelloses, sogar mal ein Kleid. Was? Ja. Billy fällt vom Hocker. Ja, darauf ist ein blauer Smiley, der mit einem Kopfschuss erlegt wurde. Ich mag dieses Ding, ich habe es mal gefunden. Hast du mal gepostet irgendwas, bitte? Ja, ich bin gerade dabei. Ich möchte es ja visualisieren können. So in die Richtung von Watchmen, bloß halt mit direkt Kopfschuss, ne? Hm. Nice. Moment. Google sucht. Google findet es nicht. Doofes Google. Ich hasse Google. Tust du gar nicht. Google, unser Held in der lustigen Internetwelt. Ja, auf jeden Fall ist es halt so. Wie kurz ist das Kleidchen? Na, bei Jojo lang. Nee, auch bei Jojo ist es nicht lang. Andere Leute können das als sehr langes T-Shirt anziehen. Glaube ich. Nee, es geht schon über den Hintern. Du es nicht. Scheiße hier. Kein zweiter Lippenstift vonnöten, sagst du. Was? Kein zweiter Lippenstift vonnöten, sagst du. Kein zweiter Lippenstift vonnöten, aber es ist auch nicht sehr lang, also. Andere kriegen da schon ein Hirnsche. Aber Billy, da kriegen sie nicht nur ein Hirnsche, also da kriegen sie ein Horn. Also, Tattoos? Hier, warte mal ganz kurz, ich hau dir ein Horn, da kannst du die Jacke drauf aufhängen. Boah, oh, schön das, schön, schön. Hier Tattoos über Dings oder nicht? Muss sie, es geht sonst nicht anders. Alles klar. So, ihr kommt da an, der Hintergrund ist auf WordPress, also das Asset ist auf WordPress beschrieben und ich werde da jetzt auf jeden Fall Redundanz einfließen lassen, nur so viel. Das Teil macht außen schon optisch klar, wo die Reise hingeht. Also da sind schon die Blumen, die man sonst noch so sehen könnte, vorgezeichnet in schönen fluoreszierenden Färbchen und so. Alles wunderbar. Gibt einen kleinen Schwarzlichtstrahler, um manches noch ein bisschen zu untermalen. Und die so, weiß nicht, 4 Quadratmeter der Wand haben sie mit extra viel Dingen zum Ertasten noch ausgelegt, wo auch immer mal noch ein paar davor stehen, bevor der Fahrservice dann sie nach Hause bringt, weil da ist einfach, da kann man was erleben, sage ich euch. Genau. Es gibt übrigens keine Schlange, also ihr kommt direkt rein. Sweet. Dort ist jemand, der wohl sich schon auskennt, der euch mal kurz begutachtet und dann feststellt, dass ihr erstmal clean seid. Sinn muss man nicht ausstrahlen, außer man möchte was kaufen, dann wäre das günstig. Aber es ist halt auf jeden Fall erwünscht, dass man das Profil offen trägt.
Und ansonsten halt, wie beschrieben, unten ist ordentlich, sind die Leute am Abfeiern, weil da ist was los. Das ist aber schon noch mit der Dreier-Sinn möglich, dahin zu gehen, ja? Das heißt, es ist nicht die Jeden, auf Vierer. jeden. Nee, das ist gute Unterschicht. Da merkt man auch, dass die Leute, die da sind, jetzt nicht ne, auch auf Stress aus sind oder irgendwas. Das sind auch viele Lohnsklaven. Feiern Manche ist haben sich angesagt. vielleicht hingeschlichen, manche durften vielleicht gehen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, da ist Party. Na schön. Ja, es gibt keinen Alkohol dort, ne? Es gibt keinen Alkohol, nein. Genau, deswegen an der Bar kriegen wir aber ja andere Sachen. Cola. Zum Beispiel. Aber war das nicht so, dass man dort auch irgendwelche Designer-Sachen kriegt? Also an der Bar bekommst du Klar. Cola, du bekommst Fanta und sämtliche anderen nicht alkoholischen Getränke und du bekommst alle möglichen Designerdrogen, die entweder was ersetzen oder imitieren, was man halt so von der Straße kennt, oder was noch abgefreakteres. Schön. Ich hol mir eine Fanta. Jojo, magst du eine Cola oder eine Fanta? Ja, eine Cola möchte ich haben. Okay, ich komme gleich wieder mit einer Cola. Für dich. Cool. Und Billy fängt an, beim Herumlaufen schon mal auszusondieren, was für Comlinks am Start sind. Die Palette ist breit. Ja. Breit. Gibt Oh alles ja. von unterer Durchschnitt bis Durchschnitt. Es gibt ein, zwei, die noch ein bisschen besser sind, aber man hat da auch eine sehr gute Auswahl von allen möglichen Anbietern und so weiter. Also alles, was du dir wünschst, letztlich fast. Was Besseres. Was Besseres. Ja, da gibt's natürlich weniger Kandidaten, aber doch durchaus einige, die sowohl unten als auch oben abhängen, wobei oben ja wirklich Abhängen angesagt ist und unten feiern. Okay, abhängen heißt, die sind ausgenebelt. Die sind komplett ausgenebelt, aber da ist ja der medizinische Service, falls was schief geht, nicht Ja. weit. Da ist vermutlich auch alles kameraüberwacht. Und unten ist abfeiern angesagt, sagst du. Richtig hart abfeiern, das ist auch voll, sag ich mal, obwohl die Musik halt echt super scheiße ist. Du kannst dir das vorstellen, so wie David Guetta. Ja, super. Hört mir auf mit David Guetta immer, Alter. Ich dachte, es wäre ein Ich kann. ordentlicher Club hier. Moment, ich habe aber geschrieben, die Musik ist halt unten echt relativ schlecht, weil die Leute keine Musik mehr brauchen. Das sind halt die Charts und dann in Mix runtergelegt. Vermutlich hat das nur der Rechner zusammengeschrieben. Nicht mein echter Mensch. Okay. Jojo, ich habe hier folgende Personen ausgemacht mit etwas besseren Comlinks. Schau dir mal die Typen an. Ich habe sie dir auf AR markiert. Alles klar. Schau mal. Du findest mich auf der Tanzfläche. Ich folge dir mit unserem Drink. Gut. Schön. Was meinst du denn? Wir gucken mal am besten nach dem Typen, der am meisten gedröhnt schon aussieht. Ja, würde ich auch sagen. Und ich weiß nicht, ob du da d'accord bist, aber eigentlich könnten wir den so anschleichen, dass einer von uns hingeht und sagt, oh, scheiße, mein Comlink ist gerade gedeiht. Müssen wir nicht mal. Es reicht, glaube ich, wenn der Typ einfach, wenn du den Typen ablenkst und der sich nicht wundert, wenn er mal irgendwo vielleicht sogar eine Hand merkt. Oh, Du verstehst ablenken, schon. Hand Ich muss nur merken. wissen, wo sein Comlink ist. Das kann ich dir relativ günstig ansagen. Gut. Also, du möchtest Taschenspieli? Na, ich Taschenspieli? will auf Tuchfühlung gehen, Mensch. Dann gehen wir beide an den ran. Naja, tanzt du den mal an, ich bin halt da und dann, wenn ich weiß, wo sein Comlink ist. Guck mal, wie der die Augen schon rollt, ins Licht guckt, die ganze Zeit mit den Händen rumfuchtelt. Ja, ich glaube, das ist unser Kandidat. Er hat sich soeben seiner Obertrikotage entledigt, offenbar war ihm Wunderbar. warm. Oh, Billy tanzt langsam mit ihrer Cola an ihn heran, hat den Strohhalm keck im Mund, lächelt. Ne? Drückt sich doch mal vorher die Brüstchen ein bisschen zurecht. Und Geheim. dann ist ja eh nicht Talken angesagt, sondern Body Language, Baby. Oh yeah, und der ist auch, also der ist halt nicht nur richtig gut drauf, sondern der ist auch auf jeden Fall, für so ein Dänzelchen ist er willig. Und das Gute ist, er ist halt nicht so erotisiert, dass er dich jetzt noch irgendwie dir unangenehm begrapscht, sondern der muss sich halt auch noch viel bewegen. Deswegen ist das echt noch gut auszuhalten. Da hattest du schon Schlimmeres mit Eiswürfeln und so. Ich twerk ihn so ein bisschen an, ne? Kannst du mir das bitte übersetzen? Twerken? Twerk? To twerk? Miley Cyrus twerk on stage? Nein? Leo, sagst du.
Mit dem Arsch so ein bisschen in... Nein, kannst nicht, Leon. Musst du Urban Dictionary gehen. Ich denke, Twerk wird nicht auf Leo sein. Es ist so... Ich muss mich wieder rausbiepen, wenn ich jetzt das sage, was ich sagen will. Aber... Nee, das musst du nicht. Anficken, meinst du? Arsch in die Richtung strecken und shakern. Ja, das... Also... Dafür willst du dich rausschneiden? Nee, ich hätte jetzt normalerweise was anderes gesagt, was für eine Menschengruppe das tut. Ah. The rhythmic gyrating of the lower fleshy extremities in a lascivious manner with the intent to elicit sexual arousal or laughter. Soll das Englisch sein? Intended audience. Fuck you, Dis. Das war deutsches Englisch, Junge. Denglisch. Wisst ihr genau, wie es läuft? Der Denglischer. Arousal, haben wir gesagt. Richtig. Naja, ich würde sagen, da geht gut was ab. Er legt halt nicht Hand an dich, aber da ist schon ein Gegendruck zu spüren von der Hüfte. Oh yeah. Na, Billy dreht sich dann irgendwann zu ihm hin so und umkrapscht seine Hüften am Po. Und na, drückt wo ist denn so. Das blöde Comlink? Ja, das will ich doch jetzt gerade raustasten, Mensch. Bleib doch mal locker. Alter, wie die schon wieder auf Stress aus ist, Alter. Nein, ich dachte Scheiß. Nur, das sieht man vielleicht. Tanz ihn mal von hinten an. Ich von vorne, du von hinten. Jetzt hör auf zu. Ja. Prostituier dich halt mal. Was du hast schon beide Beine breit zu machen. Ich bin nur so klein, dass du das nicht siehst. Ach so. Ich dachte, du hast jetzt Haargummi wieder zwischen die Schenkel geklemmt. Mm-mm. Ja, auch doch auf meinen Buttplug aufpassen. Ja, deswegen. Egal. Billy. Good old Sandwich. An. Genau, wir machen Sandwich. Sein Comlink ist. Es ist am Oberschenkel befestigt mit so einer lustigen Schnalle, weil es ein etwas größeres Ding ist. Er hat da ein paar Plugins, die man noch abnehmen könnte, die relativ sinnlos sind für irgendwelche AR-Spiele und sowas. Alles klar, wie leicht kriegt man das ab? Moment, ganz kurz noch Ablenkung. Billy wird ihn mit ihren Augen fixieren und dann über den Oberkörper streifen. Ja, die ganze über Zeit seinen touchen, oder über ja, ihren? Über seinen und wird seine Hände dann auf ihren Rücken legen. Ne? Also Dys, du meinst quasi so, dass sie mehr die Schweißperlen auf seinem Oberkörper berührt als ihn selbst. Ja. Oh, du weißt, ja. Du hast's wieder, du verstehst mich wieder. Du, du bist meine Fantasie, ich sehe schon. Also ich weiß nicht, aber ich weiß genau, worauf du hinaus willst und ich denke Alex auch. Und ja. Solange unser Alex männlich ist beim Zuhören, ja. Wie, meinst du etwa, Frauen verstehen nichts von Dancefloor-Erotik auf unterstem Niveau? Ja, die würden es nie tun. Unsere das Zuhörer, so die haben nur Angst vor zu viel Spaß. Unsere Zuhörer, so eklig. Unsere Zuhörerinnen haben Niveau, die würden so etwas nie tun, was Billy da jetzt gerade tut. Das hat nichts mit Niveau zu tun, sondern einfach mit einer Ekelgrenze, die ihr gerade überschritten habt. Ach komm, Alter. Weißt du, die andere hackt Köpfe ab und ich wollte sagen, ne? Schneidet Haut raus und sagt, Ekelfaktor, wenn da zwei tanzen, ein bisschen vulgärer. Es hat nichts mit dem Vulgären zu tun. Es hat nichts, überhaupt gar nichts mit dem Vulgären zu tun. Weißt du, Flummi würde einfach diese ganzen Schritte überspringen und ihm direkt einen runterholen, das ist das Problem. Direkt auf die Knie, Mund aufgemacht. Ich zeig dir mal, was lang geht. Oh. Nee, Flummi sagt, ich kann nicht in die Kirche gehen. Jedes Mal, wenn ich auf die Knie gehe zum Beten, fällt mir der Mundlader runter, weißt du? Schön. Immer habe ich was im Mund, wenn ich meinen Mund aufmache, es geht auch nicht. So. Das ist deine Reputation. Ja. Um mal darauf zurückzukommen. Billy hatte durch ihre sehr erotischen Aktionen natürlich das perfekt im Griff, ihn da irgendwie zu dingsen. Das eigentliche Problem ist nicht, ihm das Ding abzunehmen, sondern die schnelle Bewegung, das quasi irgendwo an deinem Körper verschwinden zu lassen, weil ein paar andere Partygäste müssen erst noch richtig in Fahrt kommen und so weiter. Ne, du willst ja nicht, dass da was passiert. Er selbst. Na, Moment, es ist doch wahrscheinlich erstmal dunkel da, oder? Relativ. Mit naja. Stroboskoplicht oder irgendwas anderem. Disco-Light halt, ne? Ja, das ist doch nicht ernst zu nehmen. Das ist kein ernstzunehmendes Licht. Ich habe gesagt, du willst auf Nummer sicher gehen. Ja, ich will auf Nummer sicher gehen. Ich frage nur. Weil dieses Licht geht doch bestimmt auch in bestimmten Reihenfolgen. Und gerade wenn du dieses Stroboskop-Gedönse hast, dann kriegst du überhaupt nichts mehr mit. Dann ist ja Ende Gelände, Epilepsie ist was dann. Was weißt gesagt. Du denn von dieser Alter? Kriegst du alles mit, weil es nämlich auch eine Millisekunde taghell und eine Millisekunde stuckduster ist? Genau, und deswegen kriegst du alles mit, weil du da alles. Ja, alles. Und dann gerade noch Drogen im Spiel, ja, super.
ist doch die Aufmerksamkeit total geschärft mit Drogen. Ey, die sind, Drogen. Keiner ist betrunken, das heißt, die sind quasi auf höchstem Niveau. Genau. Also wie gesagt, das Ding ist halt, du willst auf Nummer sicher gehen, wie gesagt, es gibt da auch Wachpersonal, also wie beschrieben, und medizinisches Personal, die haben mitunter auch ein Auge drauf, das Ding soll ja eine gute Reputation haben, da klappt, ne? Ach ja. Es ist nicht ultra kompliziert, aber ich sage dir halt, nee, deine Mutter ist sehr dick. Und jetzt machst du bitte deinen Fingerfertigkeitsdingenskirchen auf Dev. Ja, warte. Dim, 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 dim. Ich hab doch überhaupt nichts gemacht. Ich hab gemacht. Darf ich noch dim, 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 dim machen? Achso, ey, Alter, ich hab's echt verwechselt mit einem Willkürenritsch. Nein, das war. Ja, das war dumm von mir. Drei Folge, mein Freund. Baby. Also, du hast es perfekt gemacht. Wo versteckst du das Teil? In meiner Tasche. Von dem Kleid. Ich habe eine Tasche mitgenommen. Frauen haben immer eine Tasche mitgenommen. Moment, hast du gerade Jojo mit einer Frau irgendwie in Verbindung gebracht? Wenn sie Comlinks klaut, nutzt sie diese Möglichkeiten dann doch mal aus. Plötzlich bin ich eine Frau, Junge, aber morgen fällt wieder der nächste Arm runter. Ja, in deiner Tasche. Passt. Ja, in der sie auch etwas Werkzeug hat und dann irgendwie noch so ein bisschen mit dem Dings, dann sich dann irgendwann Werkzeug. Mal... Ah ne, das konnte sie nicht mitnehmen. Okay, das hat sie im Auto. Also, Werkzeug ist ja nicht der Fall. Schalt das Ding aus. Ja, sie macht's aus. Gut. Na, der will auf jeden Fall noch ein bisschen mit den Schnuckelinchen dancen. Ja, du musst dich schon irgendwann von uns verabschieden und ich mach hier noch weiter und... Ja, Jojo verabschiedet sich irgendwann. Schau nur, dass du das Ding lautlos bekommst. Ich hab's ausgemacht. Okay, das strahlt auch jetzt nichts mehr, ja? Nö. Also das langsam wird er doch noch ein bisschen zutraulich. Na, wenn er handgreiflich wird, dann krieg ich Schleisch immer auf die Finger, die Sau, Alter. Ich hab ja was. Na, handgreiflich nicht, aber ich meine, wenn du ihn betatschst, da kann er ja auch mal kurz gucken, was bei deiner Taille so geht. Bei der Taille, okay. Ja. Ich wackel da noch ein bisschen mit meinem Brüstchen rum und dann irgendwann sage ich tschüss und geh. Juhu, der hat dann sich sowieso schon die nächste angelacht. Oh, Moment, das ist ein nächster. Passt trotzdem. Gut. Lieber Bi als nie. Ich meine, bei Billy. Ist ja auch jetzt, ne? Über eine richtig. Überraschung. Man nannte sie auch Überraschungsei. Nein? Mumu? Ja. Was geht? Ja. Bitches? Sollen wir uns gleich wieder verabscheuen oder willst du noch was fahren? Wie noch was fahren? Hä? Ah ja, wir sind hier. Mich jetzt noch, bist du bekloppt? Ja, natürlich bin ich bekloppt. Was ist das für eine Frage? Bist du bekloppt? Wenn du dir noch was besorgen willst, mach das gerne, aber ich will heute nicht. Nee, besser nicht. Wir sind im Auftrag. Hast ja recht, ist ja okay. Miese Peter. Spielverderber. Wieso Spielverderber? Mach das doch. Das hat doch damit nichts zu tun, und weil ich das nicht möchte. Du musst doch nicht alles möchten, was ich möchte. Nein, du hast ja recht. Wir sind ja jetzt Arbeit. Sind ja nicht zum Vergnügen hier. Ja, aber mal kurz gucken. Nee. Das, was sie alles haben. Shut up. Aber da müsste man definitiv nochmal wiederkommen und sich richtig fett zuziehen, habe ich dir gehört. Ja, das machen wir dann nochmal. Richtig fett. Session, Episode 6 startet ja bald. Da geht gut. Wieder Eskalation. Ihr wollt ganz rausgehen? Ja. Ihr werdet halt noch gefragt, ob ihr irgendwie einen Nachhausebring-Service möchtet oder nicht. Allerdings sieht man ja an, dass ihr irgendwie gar keinen Spaß hattet und dann. So laut hier heute. Nee, oh. Also bei dem Publikum heute, da konnte ich mir nichts fahren. Das war mir einfach zu Mainstream. Das Setting hat einfach nicht gepasst. Es hieß immer alles, es ist Set und Setting, ne? Und ich war heute einfach nicht, ne? Drogen verstärken ja alle Emotionen und ich war einfach nicht so gut drauf. Mein rechter Backenzahn tut auch ein bisschen weh. Es ist nicht so toll gerade. Und dann haben sie mein Lieblingsgenussmittel jetzt leider doch indiziert und haben da irgendwas Neues und ich mir was Neues ausprobieren kann. Ah, da muss ich erstmal noch mit meinem Gynäkologen sprechen. Ja, wegen dem Harnröhreninfekt und dem Chlamydien. Genau. Gut. Von Drogen bekommt man Tripper. Natürlich. Ja, back in car. Ich fahr und du kümmerst dich um das Teil, oder? Jojo? Ja. So ist die Idee. Ja, passt. Wie heißt denn der Typ, dem das Ding gehört hat? Der heißt...
Irgendwas. Was ist denn das für ein Männername, Alter? Wenn ich euch den sage, dann habt ihr einen neuen Agaphon. Achtung. Geht nicht. Sag's so, doch. Das ist Viktor Schubin. Schubin, okay. Toll. Irgendwas Interessantes auf dem Comlink drauf? Oder nichts? In der Tat ist was Interessantes drauf. Da müsstest du nochmal eine Sekunde Zeit geben. Eine Sekunde ist rum, nur zur Info. Achso, ich dachte, wir schneiden das so, dass ich voll gut rüberkomme, aber anscheinend machen wir das nicht. Das mache ich doch immer so. Achso, natürlich. Nee, finde ich auch richtig. Ich muss hier nur kurz was nachschlagen. Es ist nämlich... Raputnik-Verwandte. Nein. Der Typ hat eine relativ langweilige Stelle bei Bikes Unlimited, Mostrans Tochter, wo halt so der ist... Moment, Bikes Unlimited? Ja, ich hab's auch gehört. Ja. Wo aber jetzt halt auf seinem Comlink der Sicherheitscode für die nächste Woche noch drauf ist. Natürlich, wie immer, mit der Info, Junge, ihr dürft auf ja keinen Fall das Ding speichern, ihr müsst es sofort löschen. Ne? Ich möchte mir bitte sofort dein Motorrad klauen gehen. Das weißt du ja nicht, dass da das Sicherheitscode drauf ist. Ha! Oh, snap! Außerdem habe ich gesagt, im Vertrieb. Ja und? Das heißt nicht zwingend, dass dort, wo der arbeitet, Motorräder stehen. Nichtsdestotrotz Sicherheitscode für den Host, meinst du doch, oder? Na, nee, für Türzugang und bis zu seinem Bereich da halt. Ist nicht direkt Host. Ist halt okay. Ein Marktschloss mit PIN. Ich teile natürlich die Informationen mit dir. Jojo, du wirst nicht glauben, was auf dem Ding drauf ist. Was ist denn drauf? Auf dem, der ist von Bikes Unlimited. Was? Der ist von Bikes Unlimited, der Typ. Im Vertrieb. Was? Mostrans Tochter, der ist im Vertrieb. Der hat einen Sicherheitscode auf seinem Comlink, der Idiot. Gott, Leute sind so blöd. Können sich nicht mal einen 20-stelligen Code alphanumerisch mit Sonderzeichen merken, die Idioten. Hast du mich gehört gerade? Ich schieb dir mal die Daten zu. Einfach mal die Daten zu. Ja. Glückwunsch. Glühstrumpf. Ja, lange hält der wahrscheinlich eh nicht, der Code. Ne? Denn eine Woche, habe ich gesagt. Ja, aber wenn der jetzt feststellt, dass sein Comlink weg ist... Wenn er seinem Arbeitgeber dann gesteht, dass er das drauf gespeichert hat, der hält ja nicht lang. Stimmt. Mich würde mal wirklich interessieren, wo das ist. Oder was da ist. Das oder lässt wie auch sich immer. Rauskriegen. Ja, das müsste ja damit drauf. Also seine Arbeitsstelle über irgendwelche Verknüpfungen auf jeden Fall. Das ist übers asoziale Netzwerk kriegen wir das raus. Alter Falter. Tut mir leid. Wir haben echt was getan, oder? Ich find's schön. Ja. Also, wenn du natürlich den geheimen Handschlag mit dem Comlink machst des asozialen Netzwerks, ne? Ja. Dann siehst du, dass der in Bergovoy arbeitet, im Südwesten, unterhalb des A-Gebiets und. Ja, was ist da? Da ist halt so ein Ding. Da ist einmal die Produktionsstelle und dann einmal ist quasi der, ich habe ein Problem mit dem Bike und oder ich möchte es modden lassen, Teil Dings da und da Werkstatt. Arbeitet der auch. Werkstatt, genau. Für Sonderwünsche und so weiter. Also, wenn ich da keine Motorräder finde, ne? Alles, was du hast, ist der Code für den Zugang zu seiner Arbeitsstelle, Junge. Das reicht doch! Ich hätte auf jeden Fall sagen sollen, der scheiß Code ist von irgendeiner Aztec-Säubude, oder? Ja, Bikes war jetzt wirklich ein bisschen das schlechte Stichwort, mein Freund, ne? Ich wollte halt irgendwas von Mostrans und dann... Ja, hallo? Glaubst du denn, dass die Gang sie jetzt schon nervt von wegen, hey, wir brauchen ein Motorrad, das geht doch von mich? Ja, aber waren nicht die Pelze dazu da, um dir das zu finanzieren? Ja, aber dann schmeißt du mir sowas vor die Nase, dann schmeißt du es mir quasi vor die Nase, mir so ein Ding zu klauen. Ich glaub, nein, durch die Info kannst du dir noch lange nicht so ein Ding klauen, Alter. Wo lebst du denn? Das ist quasi mein, ich mach die Tür auf, ich geh rein, ich hol mir das Bike raus. Und bist raus, an seinem Arbeitsplatz nicht dort, wo die Bikes sind. Was weiß ich, wo denn da sein Arbeitsplatz ist? Ja. Als was arbeitet er denn da? Im Vertrieb. Ja, und? So genau ist es nicht rauszufinden vor seinem Comlink aus. Vor allem gerade noch, ne? Nee, Billy, wir sind auf einem Job. Ich muss mich durch was anderes gleich brutal ablenken lassen. Junge, mach jetzt bloß nicht hier, als wärst du das Unschuldslamm, ne? Ich sehe nämlich deinen diabolischen Blick im Hintergrund. Haha, Billy kriegt keinen Pelz. Arsch gefickt. Hier, die Alte, die fix sich jetzt an auf Motorradklau und dann machen wir den Motorradklau heute. Oder morgen, oder? Ja, ich habe ungefähr 4 Seiten Sicherheitsscheiße rausgeschrieben, damit ich jetzt alles umändere. Weißt du, das ist so dieses, oh, guck mal, jetzt hast du da quasi schon die goldene Eintrittskarte, aber nee, das kriegst du jetzt nicht. Nee, weil nee, der arbeitet ja nur im Vertrieb. Weißt du,
Jetzt sagt er, 4 Seiten Sicherheitstechnik rausgeschrieben. Der ist doch der Künstler der unnötigen Informationsstreuung, weißt du? Ja. Wir lieben unseren Spielmeister. Wir lieben ihn. Infekt. Fuck off. Warum krieg ich jetzt denn... Nein, das war meine Gemütsstimmung. Nee, das ist unfair von dir. Ach so, das wusste ich nicht. Das tut mir leid. Ja, ich hätte vielleicht eins weiter rechts gucken sollen. Ich will auf jeden Fall gucken, wo der wie arbeitet. Und ich will auf jeden Fall gucken, ob es die Möglichkeit gibt, mir so ein Ding zu klauen. Kann ich das für dich kurz fassen? Du möchtest mir sagen, ja, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit für dich, Flummi, dir ein Motorrad zu klauen. Denn das ist viel cooler, als dir so ein blödes Motorrad zu kaufen. Computer sagt nein. Ich bin ein Depto. Das muss Liebe sein. Bim, bim, tief und inniglich. Ich fahr ihr einen ein. Tief und inniglich. Ich wiederhole mich gerne. Und es war Sommer, das letzte Mal im Leben. Echt? Hm? Das letzte Mal, ungünstig. Ja. Ich Alter, war doch noch so jung. Anschließend geht gar nichts mehr, Alter, wenn du Granny-Sex abgeschlossen hast, mein Gude. Dann willst du nie wieder was anderes. Der Tod durch die Pussy gekrochen kam. Tod durch Beischlaf. Bei Futurama war das doch durch Beckenabnutzung. Ja. Da hieß es aber Snoo-Snoo. Snoo-Snoo. Ja. Die Folge hieß Amazonen machen Snoo-Snoo. Stimmt. Schön. Möchtest du jetzt von deinem Trip runterkommen, oder? Wäre ich oder Trolli? Ja, du! Von welchem Trip? Von deinem Ich-geh-jetzt-Motorrad-klauen-Trip. Ja. Gemeinheit. Ich wäre viel cooler gewesen. Ja, für dich vielleicht. Du kriegst ja dafür einen Pelz. Was, wenn du dir ein Motorrad klaust, krieg ich einen Pelz? Nein, aber du kriegst beim zweiten Mal einen Pelz. Wir klauen das Motorrad, da habe ich das Motorrad und du hast den Pelz. Also beide glücklich. Du willst jetzt heute Nacht einfach noch in die Vertriebsstelle fahren und gucken, ob da was geht? Nein, ich will da jetzt nicht hinfahren. Wieso denn nicht? Auf, hacken intern, los geht's. Gut, wir fahren da jetzt hin, alles klar. Wir fahren da jetzt hin, los geht's. Halt, Moment, erst noch Equipment einpacken. Ah, ja, stimmt. Nein, ich will jetzt nicht auf Brute Force ein Motorrad klauen. Ich will nur gucken, ob man mit dem Sicherheitscode was anfangen kann. Was heißt, was damit anfangen? Man kann damit eine bis mehrere Türen öffnen, offenbar. Ja, gut, aber wenn du sagst Vertrieb, was genau bedeutet für dich Vertrieb? Vertrieb umfasst eine sehr, sehr große Sparte. Deswegen ja. Es ist, kann Vertrieb, alles und kann nicht sein. Vertrieb fasst nämlich, glaube ich, auch Logistik. Zum Beispiel. Zum Beispiel, so. Und da sind wir doch schon bei einer Sprache, die ich auch verstehe. Deswegen will ich gucken, wo der arbeitet, damit ich weiß, möchtest du das tun? In welche goldenen Hallen ich Einlass finde. Und wie möchtest du das tun? Das weiß ich noch nicht. Wir fahren da jetzt hin. Wo? Hä? Du wolltest doch irgendwo hinfahren. Nee, wo willst du jetzt hinfahren? Na, dahin, wo der Typ arbeitet. Wissen wir das? Ja. Ja, ja, wo genau, wisst ihr. Okay, dann fahren wir das hin. Gut, kurz gucken. Der fickt uns jetzt, Flummi, du weißt das. Der will uns, der fickt uns jetzt und der will uns das eh nicht erlauben. Eigentlich können wir das auch sein lassen, aber es macht Sinn, dass wir uns das jetzt angucken. Fahrt ihr durch das D-Gebiet mit der Gang drin oder fahrt ihr durch das besser bewachte C-Gebiet? Human Nation. Ich fahr mit Billy durch ein Human Nation Gang-Gebiet. Ja, wieso denn nicht? Die sind doch so freundlich. Ja, total. Ich fahre durch das etwas besser bewachte C-Gebiet. Ah, alles klar, ich verstehe. Oder welches? Doch, es ist immer noch ein C-Gebiet. C-Gebiet ist C-Gebiet. Ja, ja. In welchem Auto sind wir unterwegs? Ach so, ja, keine Ahnung. Kebumster Bulli, oder? Vermutlich. Ja, gut, also in den. Wir legen tatsächlich jetzt erstmal. Tatsächlich wäre Jojos Auto für den Club angemessener gewesen, erzeugt weniger Aufsehen. So, da sind wir mit Jojos Auto unterwegs. Gut. Ich weiß gar nicht, was das in meiner Karte da ist. P? Egal. Hast du die Möglichkeit, den Comlink irgendwo in deinem Auto zu platzieren, wo er vielleicht nicht direkt unter die Augen des hütenden Gesetzes... Naja, ist ja noch... immer noch in falschen Händen. Er ist in falschen Händen und vielleicht sollten wir erstmal das Comlink soweit machen, bis wir losfahren. Jojo macht das Comlink jetzt fertig. Kein Ding. Und dann fahrt ihr dahin. Ja, das Comlink kommt unter den Sitz. So. Akku raus, etc.
Und ich mache das jetzt ganz kurz. Ihr fahrt da in die Nähe und guckt, und das ist ein riesiges Industriegebiet. Da ist nicht nur die Produktion und der Vertrieb, da sind auch noch ein paar mehr Sachen von den Motorrädern. Da ist eine Lagerhalle für Teile und so ein Scheiß. Da ist 24/7 Produktion und du siehst vermutlich aus einiger Entfernung die Tür, wo man da Zugang hat, und das ist dann irgend so ein Verwaltungsbüroschuppen. Und da sind dicke, fette Zäune, und wenn das 24/7 ist, ist da kleinere Wachmannschaft, dann ist das Gebiet generell besser von der Polizei überwacht, wegen Industrie. Es ist unterhalb von einem A-Gebiet. Weißt du, übrigens, wenn du dir unheimlich viel Arbeit hättest ersparen können, indem du mir einfach gesagt hättest, dass diese Linie Roller produziert. Diese Linie produziert hauptsächlich hochwertige Bikes, vor allen Dingen Rennmaschinen, aber auch Offroad und eigentlich alles. Ich werde nicht lügen für dich. Das, was du siehst, scheint nicht so wie, ich gehe da rein und mach das schon deswegen, weil du natürlich auf deine verfickte SIN kontrolliert wirst und da auch Kameras sind, und nur weil du in ein scheiß Gebäude reinkommst, heißt das ja auch nicht. Gut, ist ja alles klar, es hätte ja auch was Kleines sein können. Du hättest auch einfach sagen können, der produziert Roller, dann hätte mich das nicht interessiert. Aber wie gesagt, ich werde nicht mal den Hintergrund umschreiben und lügen. Den Hintergrund, den du vorhin eben aus den Fingern gesogen hast. Ich habe hier eine riesige Liste voller Strohfirmen und richtiger Konzerne, und du weißt das genau. Lieber Zuhörer, ich mache mir viel Mühe. An der Stelle möchte ich wieder darauf hinweisen, alles geskriptet. So, was steht jetzt hier? Du blöde Fotze, jetzt lass mich endlich in Ruhe da. Mit rollendem R. Das ist, glaube ich, der Punkt, an dem ich das Teamspeak ausschalten und empört von dannen stampfen muss. Endlich ist er weg! So, das, also, Billy macht sich auf den Weg zum Züricher Orbital, bricht ein und ist die Königin der Welt. Fliegt erstmal hoch, bitte, ja? Und das ist nur möglich, weil sie nicht mehr von diesem Stein zurück am Boden geht. Aber was soll denn Billy im Züricher Orbital? Da geht doch gar keine Party ab. Da oben hängt sie rum, in Schwerelosigkeit muss sie kacken und onanieren, das ist doch überhaupt nur Scheiße. Da will doch gar keiner hin ins Züricher Orbital. Ach so. Und sie wird die Königin der Welt. Ohne Jojo ist es nur halb so toll. Danke, Düs. Ja. Ich muss doch hier mal wieder für. Du bist doch nett zu mir. Ich muss doch mal hier wieder für den gehörigen Einklang sorgen, meine Besten. Jetzt habt ihr doch mal wieder. Ja. So. Schnuggelbärchen. Ganz kurz, Tö. Ja. Hast du mich wieder lieb? Ich hatte dich die ganze Zeit lieb. Ich habe mich tatsächlich ein wenig geärgert, dass ich bei einer 4 Seiten langen Liste von Strohfirmen und Kleinkonzernen diesen rauszog. Direkt darüber stand Mostrans Cars. Wäre auch gegangen. Darüber stand Manticore Industries. Hätte sie ja auch nicht mit anfangen gewusst. Wäre auch gegangen. Richtig. Oh, irgendwie funktionierte das nicht ganz in meinem Kopf. So, jetzt ist es kurz AFK. Ihr fahrt zurück. Ja. Das ist schön. Das Comlink ist, wie gesagt, gesäubert und ja. Mit ID geändert etc. pp. Wenn das noch notwendig ist. ID, kannst du Hardware-Technik auch machen. Ist sicherlich sinnvoll, nicht wahr? Übrigens wollte ich eigentlich eher euch damit ficken, dass ich sage, oh, ihr hättet jetzt potenzielles Paydata, aber könnt ihr nicht verwenden, weil ihr mit dem Ding ja noch Scheiße bauen wollt und so weiter. Ja. Rekids. Aber auf das Level guckt ihr ja gar nicht. Also, alles ich habe erst überlegt, ob wir das verticken, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich hätte es schöner gefunden, wenn wir uns selber ein Motorrad geklaut hätten. Moment, was will Billy denn mit einem Motorrad? Das verkaufen. Geil aussehen. Und mit dem Umfallen, ja, da gibt's ja so tolle Videos. ja. On your fucking way back. Wusstest du schon, dass auf Jojos Tank Happy Tree Friends Bilder kommen? Ich überlege jetzt gerade, ob Billy das offensiv finden würde. Ja, würde sie. Gut. Gut. Wir sind zurückgefahren. On our way back home, he said. Ja. Ihr besitzt ein Comlink. Endlich. Juhu. Mein Gott, der das größte war schon... Makel daran ist, dass es verschwitzt ist. Gut, wir können. Ich säubere es. Reinigungstrupp. Ich finde das auch toll, dass du mir wieder den Reinigungsjob gegeben hast. Direkt. Lass mal die dünne Blonde mit den dicken Titten. Ich wusste, dass du dich so putzen. Hart drüber ärgerst. Nö, ich ärgere mich da gar nicht drüber. Ich freue mich. Ich sitze auch hier gerade und Zavala, mein Zavala. Und außerdem hatte ich dich eigentlich erst für die Bedienung eingeschrieben und dann fiel mir auf, du wolltest was mit Humanes machen. Ja, vielleicht geht das nicht so gut. Ja. Gut. Ich würde sagen, dafür nehmen wir dann lieber den Svench. Den was?
Den Zwensch. Ach dich, du bist ja ein Zwensch, jetzt habe ich es kapiert, ja. Sorry, ich saß auf dem Kabel. Was hat man gehört? Das klang ja rollig. Auf dem Wi-Fi-Kabel. Was hat man gehört? Arschkind. Alter, was geht? Was habe ich denn jetzt gemacht, bitte? Weißt du nicht mehr, wo ich zufällig das Wort Wi-Fi-Kabel fallen ließ? Ja, doch. Ja, okay, gut. Aber warum? Dann tu nicht so. Sprichst du mir jetzt zu, dass ich derartige Intelligenz an den Tag legen könnte, um mich daran noch zu erinnern? Derartiges Gedächtnis, das spricht er dir gerade zu, ja. Ich bin ja empört, für wie intelligent du mich hältst. Sowas aber auch. Also, ich werde das jetzt nochmal machen. Heißt das, ich soll den Teil in der Mitte rausschneiden? Nö, das musst du nicht machen, aber ich wollte euch eigentlich nur wieder zurück auf die Linie führen, was mir, wie ich jetzt bemerke, nicht geglückt ist. Wir sind bei bei Jojo zu Hause wieder, meinst du? Achso, wir sind jetzt wieder bei Jojo. Ja, das kann auch sein. Wir können noch zu Jojo gefahren sein. Ich denke, du brauchst deine Werkstatt, oder? Umdingsen, ja. Genau, weil wir brauchen den Mechanismus. Herzlein. Stimmt, das kann ich auch zu Hause machen. Hast du ein passendes Universalkabel? Universalkabel? Warte, komm mal mit. Oh, ich werde in die heiligen Hallen der 12 gelassen. Nee, wie heißt du nicht 12? Zwensch. Das Zwensch, ja, aber das sind nur die heiligen Heimwerkerhallen. Das sind nicht mehr die offiziellen heiligen Hallen. Die offiziellen heiligen Hallen sind ausgelagert. Billy kreiert dir jetzt gerade mal aus dem Stegreif ein Erdbild, wo steht heilige Hallen des Zwensch, DIY, IYI, Y. Do it yourself. DIY. Ja, sie geht mit dir quasi am Badezimmer vorbei in einen kleinen Raum, in dem sich noch eine Werkbank befindet. Da ist auch jetzt ihre Nähmaschine und Regale und da ist all möglicher Kram. Und dann macht sie da sowas Schubladenähnliches raus und da hast du auch ganz viele Kabel und da darfst du dir jetzt eins aussuchen. Lila, blass, blau. Lila, blass, blau? Ja. Dann kriegst du das lila, blass, blaue mit den Häfchen. Ole, das ist so schön. So schön, so schön. Entschuldigung. Ich gebe mir heute wirklich Mühe, wieder Ash zurückzubekommen, aber der Spielleiter gibt nicht nach. Der ist ja auch gerade nicht da. Ach so, scheiße, Alter. Ja, bei dem ruft gerade die Sextanerblase. Ah ja, okay, das kennen wir ja schon, das Spiel. Dann kümmer du dich doch mal um das Comlink. Und ich muss mir noch Putzkleidung kaufen, ey. Ich muss mir das auch noch eine scheiß... Hast du nicht irgendwelche alte... Ach, du bist Billy. Du hast keine alte Kleidung. Ah, gut erkannt. Ich hab gerade die Kurve gekriegt, meine Beste. Alte Kleidung. Dann gehst du am besten in den Staffer-Check oder du kaufst dir Second-Head-Kleidung. Das geht auch immer ganz gut. Staffer-Check. Staffer-Check. Oder mit anderen Worten zu reden, Staffer-Check. Staffer-Check? Ja, Staffer-Check. Oh yeah. Gut, ich bastel hier ein bisschen. Du kaufst dir Staffer-Check-Sachen. Richtig. Kann sein, dass sie später noch jemand eintrudelt, aber das ist auch nicht so schlimm. Wieso? Wer sollte denn eintrudeln? Ich weiß nicht, es kann sein, dass mein Bruder noch vorbeikommt. Ich weiß es aber auch nicht genau. Kann auch sein, dass er nicht kommt. Okay. Ich glaube, er kommt nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Er hat mir keine Nachricht mehr geschickt. Egal. Wir werden es ja sehen. Ja. Gut. Gehst du mal kurz kaufen? Ich gehe jetzt mal kurz einkaufen. Alles ja gut. Ich kann das gar nicht. Bitte? Stelltest du vor wenigen Minuten die Frage, ob sie ein passendes Universalkabel hat? Ja. Er hat das hellblaue mit den Häschen drauf bekommen. Und das war Häschen? Mit Absicht. Ich habe das richtig mitbekommen, ja? Ja, wieso? Er hat das hellblaue mit den Häschen bekommen. Hier, hat er nicht. Wow. Ey. Ich sage dir auch warum. Wow. Warte, ihr könnt mich jetzt hassen, aber ich sage euch warum. Ja, ich mach so Universal. Ja genau, erstens deswegen, nein, du hast sowas, aber nur du hast sowas. Universalkabel sind Gebrauchsstücke mit kleinem Wert, die man irgendwie tausendmal verwendet und irgendwie nicht, die ab und zu mal kaputt gehen und so weiter. Was hat er jetzt hier verlinkt? Das ist Jojos Werkstatt und das ist Jojo im Hintergrund. Ich finde, das könntest du durchaus mal verlinken im Cast.
Wow, sie ist am Sterben schon wieder. Das ist Jojos Werkstatt. Ich kann das einfach leider nicht beschreiben. Nein, man kann es nicht beschreiben. Das müsste man sich durchaus angucken, aber ich finde, du solltest es irgendwie verlinken, das wäre schön. Das gefällt mir. Das Bild macht Billy dir jetzt gerade fertig für die Eingangstür. Und da steht dann, das Reich des wie hast du dich genannt? Zwensch. Des Zwensch DIY. Und dieses Bild als Hintergrund auf seiner Tür EAR. Ich glaube, ich muss das speichern. Ich finde es wirklich wunderbar. Ich finde das unheimlich geil. Oh yeah. Aber um kurz darauf zurückzukommen, Universalkabel gibt es in allen erdenklichen Farben als Standard, aber mit irgendwelchen tollen Sachen drauf, Alter. Das ist entweder so eine begrenzte Auflage, oder eine Sammler-Edition oder selbst gemacht. Und ich denke nicht, dass du das verwenden willst. Nein, das geht natürlich auch nicht. Das muss das graue oder schwarze farbarme. Du kannst durchaus ein pinkes nehmen, sein. Das ist auch noch Standard. Aber Grenzen. Ja. Ja. Ah, ich verbiete dir heute alles? Ich weiß. Ja, ich würde dann gerne mal was essen gehen. Nee. Kannst du knicken, meine hier? Das Stuffer-Check ist ausverkauft. Ach, apropos Stuffer-Check. Ich gehe jetzt zum Stuffer-Check und hol mir Putzkleidung. Alles klar. Nur, dass du Bescheid weißt. Also was Standard, ne? Was man versauen kann. Und ja, halt sowas da. Chemischer Reiniger. Schraubt. Jojo, macht mir mal bitte eine Probe. Auf Hardware. Mit MacGyver-Faktor bitte nicht vergessen. Ja. Kriege ich den dazu? Ja. Ja. Das ist schon eher eine MacGyver-Angelegenheit, damit es noch klein und kompakt und lustiglich ist. Lächerlich. Schaffst du nicht. Nee, weißt du nicht. Wie bitte? Klar. Vier Erfolge? Vier Erfolge dürften durchaus ausreichen für diese Unternehmung. Sogar, danke. Nicht nur das, sondern was weiß ich, du hast noch irgendwas gemacht, damit das nur genauso groß ist wie vorher und bla und was weiß ich. Nee, pass auf, du konntest ein paar Teile aus dem Ding ausbauen, weil der hat ja noch so ein paar Module drin und der hat das sowieso schon so gekauft, dass es eher ein Gaming-Comlink ist. Hast jetzt noch ein paar Teile, die du später irgendwann mal verwursten kannst. Fertig. Schön. Gut. Guck mal, wie lieb der ist. Ja, vier Erfolge, da musst du ja auch mal irgendwie was rausspringen lassen. Dankeschön, Schnuggelbärchen. Ich habe mich heute im TS nur so genannt, weil ihr ab und zu dann doch mal meinen TS-Namen nehmt und ich wollte mich einmal gut fühlen, wenn er mich so nennt. Einmal. Ach komm, jetzt hör mal auf, als würden wir immer nur auf dir rumhacken, das stimmt doch gar nicht. Nee, aber ich bin halt sehr arrogant und finde, man muss mir öfter sagen, wie geil ich bin, weißt du? Ja. Unser Beste. Ja, ne, also ich denke auch. Frühmorgen vom Spiegel dauert schon mal 20 Minuten, bis ich da fertig bin. 20? Ja, du bist so gut. Oh, plus Trolli, der Mitbewohnerin, Alter. Die hinterher den Spiegel putzen muss. Und die mir aber währenddessen auch noch sagt, wie geil ich bin. Natürlich. Ich steht in der Tür, sagt dir, wie geil du bist und putzt dir hinter den Spiegel. Das habe ich übrigens nicht geskriptet. Ich habe den Vorgang übrigens mal beobachtet. Das ist sehr, sehr schön. Ja, alles bis zu Ende. Ich habe es auch gefilmt. Ich werde es irgendwann bei WordPress hochladen. Extra bin für ich euch. Wirklich der Beste? Ja, ja, Trolli ist schon gut. Oh ja, jetzt wo du sagst, ich bin wirklich der Geilste von allen. Ungefähr so, ne? Kannst du die Tonspur nicht jetzt schon ablaufen lassen, Mensch? Ich wollte mal einen Ausblick geben. So, gebaut, gekauft, kabam. Ich bin irritiert. Wieso? Nö, nix. Und dann weiß ich nicht, ob du noch irgendwas machen wolltest, aber ich wollte eine Nase Schlaf mir holen und dann putzen. Eine Nase Schlaf? Eine Nase Schlaf und dann putzen. Heißt das nicht so? Doch, eine Mütze Schlaf heißt das, glaube ich. Nee. Aber eine Nase Schlaf klingt auch schon. Eine volle Nase Spaß. Nein, ich will keine volle Nase Spaß. Ja, ein bisschen Schlaf und ein bisschen Kradäm ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe auch noch ein paar Sachen zu erledigen. Aber wenn du deine Mütze Schlaf hattest und ich auch meine Mütze Schlaf hatte, putzen gehen. Wir können uns vorher noch mal wir wollten doch zu dem Festival gehen, zu diesem Filmfest. Ja, einen Tag vorher, ja. Ja, genau. Ja, das wäre morgen. Ja, genau, das machen wir morgen. Holen. Gut, dann gehst du jetzt schlafen. Ich gehe, es ist schon abends, ne? Scheiße. Wir sind mitten in der Club, gehst du doch nicht an, vor 12 ja, Uhr. Ja, das ist mir auch gerade eingefallen, dass es ja schon voll spät ist. Also bei dem Club hättet ihr durchaus schon um 9 da sein können. Das liegt einfach daran, dass manche am nächsten Tag arbeiten wollen, nachdem sie sich ordentlich zugelegt haben. Und da hat der Club schon ein bisschen eher offen. Da ist es auch nicht schlimm, wenn man eher da ist. Also wird das jetzt so vermutlich mitbauen, um 11 sein oder so. Ja, nichtsdestotrotz
Wie gesagt, geh du mal schlafen. Ich erledige noch meinen Kram. Und wann treffen wir uns morgen? Wann geht denn der Kongress los? Um eins, ne? Der morgen... um eins, ja. Dann würde ich sagen, treffen wir uns um halb eins. Bei dir? Na, das schaffen wir nicht. Wieso? Ist zu weit weg, dachte ich. Ist es. Auf jeden Fall ist es das. Ja, dann bin ich halt entsprechend... Aber wir können aber eh mit der U-Bahn fahren. Das ist, glaube ich, eh klüger. Mit der Metro. Ja, wir wollen ja eh nur zu diesem Filmfest und uns da mal umgucken. Wir wollten da ja sonst nichts machen. Da sind wir mit der Metro schneller. Gut. Na, lass mal so gegen 11 hier bei mir treffen und dann, oder bei dir, je nachdem, was näher an der Station ist. Ich glaube, bei dir, weiß ich nicht. Und dann können wir zusammen los und dann sind wir auch rechtzeitig da. Schön. Dann wird sich Billy noch die Klamotten für den nächsten Tag herauslegen, damit sie wie ein Yuppie aussieht, ein Yuppie-französisches Mädchen mit einem Barett und einer Spiegelsonnenbrille, die runde Gläser hat. Und die man hochklappen kann mit Fensterglas drin. Und ein Schal. Rotes Barett, ja. Und ein Schal, der nur einmal um den Hals geschwungen wird. Eine Seite hängt zur Schulter herunter, die andere hängt vorne lässig. Und eine schwarz-weiß geringelte Strumpfhose, das ist ganz wichtig. Ja. Und flache Schüchen. Natürlich. Sehr schön, sehr schön. Es wird auch nicht geklatscht, es wird immer geschnippt, wenn einem was gefällt. Was? Ist das ernsthaft so? Ja. Es kommt Julio von SpongeBob. Biobrause. Biobrause, sehr schön. Finde ich auch, ja, durchaus angemessen. Also, ich hier auf drück den Knopf, sagt. Ihr trefft euch am nächsten Tag und ihr seid entsprechend so, da dass ihr bestimmt vorher noch ein bisschen Zeit eingeplant habt oder so. Klar. Jojo hält Billy eine Biobrause hin. Hier, Zucchini-Passionsfrucht, probier mal. Das ist mal keine Fanta, ey. Nein, das ist Biobrause. Das machen wir, glaube ich, nicht mehr. Aber es gehört dazu. Ich dachte, das passt zum Ambiente. Ja, toll. Die trinken das bestimmt alle. Ich habe noch andere Geschmacksrichtungen. Fußpilz? Nee, das ist kein Fußpilz, das ist Steinpilz. Sorbet? Steinpilzbirne. Hm. Genau. Ey, echt, für so einen Scheiß gibst du Geld aus und dann wunderst du dich, dass du keins mehr hast. Oh, das snap. Das ist gar nicht so teuer, wie es aussieht. Das ist ja der Witz, aber es muss ja nur teuer aussehen. Du meinst die Soy-Bio-Brause, wo ja, Bio draufsteht und Chemo drin ist? Ah, okay. Ich bitte dich. Das ist quasi die Billig-Version der Bio-Brause. Sehr gut. Wir haben doch immer noch mal eine Billig-Version. Das ist natürlich, der Lohnsklave muss ja auch denken, er trinkt gesund, obwohl er es nicht tut. Genau, und das ist die Soy-Version der Bio-Brause. Schmeckt genauso eklig. Sieht auch genauso scheiße aus. Kostet aber nur ein Fünftel. Und man hat das Eklige nur mit genug Geschmacksverstärkern hinbekommen. Genau. Also sie hatten eigentlich ein solides Getränk, da haben sie gedacht, so jetzt Bio, es muss scheiße schmecken, denn Bio ist, wenn keiner sich drum kümmert. Tolle Wurst. So, auf jeden Fall. Also, ihr seid schon ein bisschen eher da und da sind schon ein paar Leute halt, die sich da vorher treffen. Wie gesagt, auf diesem Grün, auf dem angrenzenden, was da ist und sich versammelt haben, da sind auch ein paar... Oh, Zitrone-Serrano-Schinken ist übrigens die Krönung der ganzen Sammlung. Entschuldigung. Billy möchte sich ein Programmheftchen holen erstmal, damit sie weiß, was für europäische Filme denn heute laufen. Oh, natürlich. Es ist nicht ganz so sophisticated, das muss ich dazu sagen. Das sind Billy wird sich aber trotzdem so verhalten. Ja, natürlich. Es ist auch, da kann man sich durchaus so verhalten, das ist schon ganz gut. Es sind natürlich Moskauer Eigenproduktionen, die dort laufen und das ist halt, es ist Horizon. Da sind also auch viele Horizon-People und die sind natürlich auch, wenn da so ein Filmmaker ist, der ist total aufgeschlossen und will natürlich gern mit seinem zukünftigen oder jetzigen schon, falls er schon was gemacht hat, Publikum kommunizieren und in Austausch treten und da möglichst Feedback akkumulieren und da, weißt du, und Ich-Botschaften sind der Fall, sag ich mal, und da ist also Hipster. Ist denn unsere beste Freundin dort? Unser Nein. Sunny. Warum haben wir Sunny keine Nachricht geschickt jetzt? Weiß ich nicht. Ich schreibe jetzt Sunny Bleib eine sie Nachricht. Doch mal an. Genau, ich schreibe Sunny eine Nachricht, wie es denn aussieht mit dem Braten und wie es um die Hämorrhoiden steht. Du bekommst eine Nachricht zurück, eine standardisierte, dass die entsprechende Nummer nicht aufgefunden werden konnte.
What? Hm? Oha. Okay. Gut, dann, Weißt du, man kann nicht immer nur die Schwangeren mit Hämorrhoiden nerven und dann denken, es sind noch beste Freunde, ja? War das jetzt zu hart? Seid zu still, ich hab Angst. Ich bin jetzt enttäuscht. Es tut mir wirklich leid. Also nee, tut's mir nicht, aber ich kann so tun. Gut. Nee, und ansonsten, ja, das ist halt so Publikum. Aber tatsächlich der Film, wo sie dich einspannen wollte damals, was war denn das? Das mit den Spinnen, Zombie-Spinnen, die irgendwer, ne, die dann in Köpfe und so. Der Filmmaker ist tatsächlich auch da. Toll. Und verhält sich auch wie jemand, der Trash-Filme macht. Er ist nur so ganz leicht exzentrisch, sag ich mal. Und sticht auch kaum raus. Also, ich weiß nicht, wie der hingekommen ist, ohne dass ihn jeder angepöbelt hat, der ihn gesehen hat, denn es fällt wirklich schwer, das nicht zu tun. Aber Julio er ist freut da. Sich. Über was denn? Über alles, über die Menschen. Hier so wird's, über die Hipster kann sie lachen, über die anderen kann sie sich freuen. Das ist, ach, das ist toll. Na, ich sondiere mal lieber das Gebäude aus. Das macht Jojo auch, aber die Kanzi freut sich trotzdem. Gut, was genau, wie genau? Also ihr kommt selbstverständlich, ist ja wie gesagt kostenlos, ganz easy rein und könnt da, ne? Ihr seht auch die Frau, die dann morgen euch verwalten wird. Mal so am Rande, wenn sie mit ihren Untergebenen spricht. Die scheint entgegen meiner sonstigen Pseudo-Bosse sehr aufgeschlossen und sehr nett und sich mit jedem freundlich da zu verständigen. Ganz, ganz ist sie auch von Horizon? Girl. Nein. Die ist vom Kongresscenter angestellt. Ich sehe ja Gott sei Dank anders aus, als ich morgen aussehen werde. Das heißt, ich werde trotzdem um die Frau eher herumtänzeln, also sprich, ihr aus dem Weg gehen. Hm? Bevor wir uns ja, die ist verstehen. Auch nur mal am Rande da, instruiert da zwei, drei Leute und ist dann wieder mit ihrem AR-Klemmbrett unterwegs, um das halt noch alles zu Ende zu managen. Ja, also man, Jojo guckt, dass die sich halt so viel in dem Gebäude bewegt, wie es geht, ohne jetzt aber sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich ja, du kannst halt... Sorry. Nee, mach. Du kannst halt letztlich nicht viel machen. Du kannst dort, wo der U-Tisch ist, hin. Du kannst in den runden Saal, wo die Action abgeht. Und du kannst auf die Klos, also... Wenn ich in den runden Saal schon mal kann, ist das ja gut. Da komme ich nämlich morgen nicht rein. Der mit dem Glymos, ja. Verdammt, da war was. Nee, sie hat sich wieder nicht gemerkt. Ja. Ach so, selbstverständlich habt ihr keine Waffen dabei, denn da sind überall MAD-Scanner und so ein Scheiß, blablabla. Kommt man denn an die Treppe heran, die nach unten führt? Heran auf jeden Fall, dann ist halt da eine Tür. Da ist eine Tür davor. Das rote Vier-Action. Okay. Und da ist gut was los, ne? Aber Jojo kann sich schon mal das Schloss angucken und die kann sich schon mal angucken, wo da jetzt hier die Kameras sind und so weiter und so fort. Ja, dort, wo ich es euch eingezeichnet habe und das Schloss ist das, was ich beim Spielabend Spoiler ausgiebig beschrieben habe. Gut. Und ansonsten, ja, es gibt bei dem U-Raum gibt es halt vorher noch ein nicht so gut wie an dem Abend, wo ihr dann eingesetzt werdet, aber gibt es da halt auch so einen kleinen Umtrunk, den man kostenlos genießen kann und es gibt auch was, was man auch extra bestellen kann, was weiß ich, ein Stückchen Kuchen und so ein Shit. Aber sowas wie Kaffee, Wasser, Biobrause und sowas ist erstmal kostenlos und ein Säckchen ist auch kostenlos tatsächlich. Und stehen da Wachmänner wieder rum? Das sind genau die sind immer da an den Punkten, wo sie an dem Abend sind, wo ihr seid. Aber das sind andere Schollis jetzt gerade, ne? Ja, genau, das sind andere Schollis, so Polizisten und so, aber quasi Polizisten. Private Outsourced Security-Firmen. Loan-Dumping habe ich vergessen. Nee, tatsächlich nicht. Also das ist quasi eine Abteilung der Polizei, die so öffentliche Gebäude oder staatliche, städtische Gebäude überwacht. So was ist das. Da steht nicht direkt drauf Polizei, aber es ist letztendlich da eingegliedert. Eigentlich weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, was ich hier machen soll. Stelle ich irgendwas wegen Wi-Fi-Signal, Dämpfung fest oder so irgendwas, sprich... Matrix-Anbindung ist ausgezeichnet. Exzellent. Inside as outside. Ja. Okay, das ist schon mal sehr gut. Kommt irgendwelche Matrix-Strahlung von unten nach oben? Ja, vom Chokepoint. Vom Chokepoint. Und der macht den Anschein, dass er keinen Spaß verträgt. Sagen wir es mal so... Wie gesagt, der ist halt so hart auf Krawall gebürstet, dass wenn du da erwischt wirst, dicken Schaden kassierst. Aber auf der anderen Seite kann er auch gut
überlastet werden, weil er halt nicht auf Verteilung von vielen Datenströmen ausgelegt ist, was er eigentlich tun muss. Na, ich wollte eigentlich heute nicht auffällig werden. Ja, das weiß ich ja. Jojo auch nicht, aber sie wollte sich das wenigstens schon mal angucken und mal schauen, wie das da so ist. Das weiß sie jetzt. Und ich finde das blöde Schloss nicht. Control F ermöglicht dir die das Suchen. Das weiß ich doch. Gut. Aber da der mir das auf der gesamten Seite sucht, will ich jetzt nicht Schloss eingeben. Ah doch, Mark Schloss. Mit Kika, da hab ich es gefunden. Na siehste. Qualität überdurchschnittlich. Ihr könnt auch mir mal bitte einen Erinnerungswurf beide noch hinklatschen, während du das liest. Ach herrje. Habe ich wieder vergessen, was das war. Logik und Willenskraft. Okay. Und Jojo diesmal tatsächlich ohne fotografisches Gedächtnis. Ach so, wieso ohne? Jetzt habe ich einmal einen gemacht und 5 Erfolge und jetzt sagst und du mir nein. Und ich werde die letzten beiden Würfel einfach alles klar, abziehen. Das heißt, ich habe immer noch 5 Erfolge. Ja, chill doch mal dein Kegger, Alter. Ich habe 2. Gut, liest dir erstmal kurz das Machtschloss durch. Kika-Diebstahl, hahaha. Stimmt, und hier der Reset-Knopf. Ja. Okay. Ja, okay, hab's gelesen. Ja, Jojo, ihr wolltet euch noch die Einfahrt angucken. Stimmt. Das können wir auch noch machen. Wenn ihr dem nicht abgeneigt seid, erwarte ich aber bitte eine Gebräucheprobe von euch und wegen der ausgezeichneten Darstellung von vor allen Dingen Billy, von ihrem Verhalten und von ihrer Klamotte und wegen der einen Flasche Biobrause bekommt ihr +1. Unter Etiketten. Ach, die Biobrause, ja. Genau. Billy trumpft mit 4 Folgen auf. Jojo mit 1. Ja, und ich mit 0. Ist ja schön. Also ihr geht dann über so die Wiesenfläche, da gibt es auch ein paar Bänke, neben der Springbrunnen und so weiter. Ihr seht dann in nicht so erklecklicher Entfernung halt die Einfahrt. Da ist halt davor, also um das gesamte Gelände drumherum ist halt ein Zäunchen, aber das Zäunchen ist halt echt eher auf schön gemacht, als auf wir halten hart Einbrecher ab. Das ist so 1,20 Meter vielleicht hoch mit diesen alten Metallstreben mit so Spitzen, die halt stumpf sind, ne? Das ist aber für Jojo schon hoch. Ja, also Jojo ist natürlich da, die steht davor wie ein Zwerg vom Troll, auf jeden Fall. Ich möchte noch ganz kurz anmerken, ja. Lieber Spieler, bevor du weitermachst. Ich werde mich überwiegend von Flumi fernhalten. Ich möchte eigentlich weniger mit ihr gesehen werden. Ja, die ist auch deinem Style einfach nicht angemessen. Hast recht. Nee, das geht. Oh. Ich weiß doch, was du meinst. Gut. Genau, und bei der Einfahrt für die Leute, da ist halt noch ein kleines Türchen, da ist auch ein Kamerachen. Da steht jetzt vor der Einfahrt so keiner rum. Da ist auch nochmal Kamera bei der Einfahrt, die entspricht den anderen und ja, seht ihr halt, ihr könnt ein Stück weit in die Einfahrt reingucken, da ist wohl tatsächlich noch ein gewisser Tiefgang zu erwarten, der ungefähr auf der Höhe liegen könnte, wie der Keller und so wie es aussieht von der Breite der Einfahrt. Ist das für größere Transporte als so ein paar Pelze auch noch möglich? Das heißt, da unten muss schon ein bisschen Platz sein, damit größere Gefährte abstellbar und wendbar sind und so weiter. So ein Sprinter kommt da rein. Da kommt auch was deutlich Größeres als ein Sprinter rein. So ein 7,5-Tonner. Puh, ja. Viel größer geht's auch schon nicht mehr. Keine Ahnung, was ein 7,5-Tonner ist, deswegen sag ich mal ja. Groß. Ja, passt rein. Kann man da reingehen? Ja, steht erstmal so keiner davor. Sneaking! Nö, ich mach mal meine Haare jetzt schwarz. Und das ist dann der Angriffsmodus, ja? Ja. Das ist der Angriffsmodus. Dann greife ich nochmal in eine Ölpfütze und mache mir Kriegsbemalung. Zieh sie mir mit den Fingern übers Gesicht. Nein. Es gibt bestimmt irgendwo. Eine frisch gestrichene Wand, sodass ich mit der Hand gegen die weiße Farbe gehe und mir dann die weiße Hand ins Gesicht klatsche. Und dann hast du auf einmal ganz orkische Zähne. Genau. Saruman! Er zittere vor Saruman! Ein riesiger Falke kommt und rettet dich. Hä? Nein, müsstest du dich zerfleischen. Weiß ich, aber ich fand, man kann auch mal den Orks helfen. Die Adler retten eigentlich immer. Sind nicht die Falken, das sind die Adler. Die habe ich immer. Ich wollte mal ein neues Element einbringen und ich hatte nicht vergessen, dass das Adler sind und so. Alles klar.
Ich fand es auch total independent jetzt, ne, die Vorstellung. Ja, ich meine, man muss auch mal neue Wege gehen. Das ist natürlich mutig und das muss man auch erstmal bereit sein. Aber ich denke, wenn man da dran glaubt, dann kann das auch was werden. Also, du willst da jetzt, wenn nachdem du das alles nicht gemacht hast... Wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, auf bei unseren neuen Wegen... Okay, wir kommen. Was machst du anstatt alles das, was du gerade gesagt hast? Ich gehe einfach mal ganz blöde gucken. Also, da ist dann am Ende der Einfahrt ist dann halt noch so ein Tor, so ein ne, mit Löchern, Zauntor, was ich runterfahren kann, was jetzt oben ist. Du hast da einen Einblick, da ist halt viel Platz für Autos und eine gute Abladefläche, wo auch so ein paar Drohnen bereitstehen, die dann größeren Shit einladen und ausladen können. Die Tür zum Kellerbereich ist halt alles ein bisschen größer und du siehst da unten keinen Wachmann, du siehst aber durchaus einen Hausmeister rumwerkeln, und zwar an der Max-Schloss-Tür unten. Oh. Okay. Sieht aus, du hast ja mehr als genug Ahnung, wie als würdest du mir bitte mal noch einen Wahrnehmungswurf -2 machen. Oh, Wahrnehmung, da war ich doch so gut drin. Ich hatte in Erinnerung, dass du da nicht so gut drin warst. Und noch schlechter würfeltest. Ja, nee, der macht da an einem Max-Schloss rum. Würfelzahl ansagen. 0 Erfolge. Dankeschön. 0 Erfolge. Er steht halt einfach so vor Max-Schloss, weil er halt was dran arbeitet, dass du nichts sehen kannst, es sei denn, du willst dich halt direkt neben ihn stellen. Da sind aber durchaus auch Schilder, dass es hier ein Lieferanteneingang ist und, ne? Okay, dann, wenn da jetzt Schilder sind, dass da ein Lieferanteneingang ist, dann geht sie wieder. Alles klar, Baby. Verdammt! Verdammt! Oh, ich bin so dumm! Naja, zu spät. Du hörst kein Zeichen des Widersprechens. Ich weiß. Ich hätte eine kleine Kamera mitnehmen sollen. So ein Scheiß. Die hätte ich da jetzt anbappen können. Dann hätte man das die ganze Zeit sehen können. Vielleicht kriegen wir nochmal die Gelegenheit. Oder Billy macht das dann mal irgendwann. Teilst du Billy irgendwas mit? Ja, sie nimmt das auf und zeigt es dir dann. Wann? Sobald sie es dir schickt. Bing, 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 bing. Der hat auch garantiert einen Comlink, der gute Wachmann. Hausmeister. Der hat auf jeden Fall einen Comlink, ja. Und, wie ist das so? Ja, das ist auf jeden Fall geslaved an den Verwaltungshost und der kommuniziert erstmal mit dem Chokepoint und wie alles andere auch. Eher ärgerlich. Das Comlink selbst ist halt an sich nicht so toll. Ja, aber Slaving ist halt unheimlich toll. Fand ich auch. Ja. Also der hat auch kein privates Comlink dabei, sondern der hat nur... Nicht am Mann auf jeden Fall. Okay. In der Tat ist es sogar so, der und, falls du es gleich wissen willst, alle Leute, die so auf eurer Stufe sind und noch ein bisschen höher, haben den billigsten Scheiß. Alle, die dann so ein bisschen höher angesiedelt sind in der Karriereleiter, die haben dann was Besseres, aber auch noch unterdurchschnittlich. Wie sieht denn eigentlich das Dach dort aus? Ist das so ein Kuppelbau? Ist das ein Flachdach? Das ist ein angeschrägtes Flachdach und über dem runden Raum ist schön Kuppel mit Glas. Oder noch bei schlechtem Wetter über die AR natürlich ihr schönes Wetter simuliert wird. Nom nom nom. Und ist da irgendwie eine Feuerleiter hoch oder so? Es gibt eine ausfahrbare Leiter an dem Dach, ja. Die ist halt gerade oben. Die muss man natürlich ein bisschen weniger auffällig anbringen, weil das ist ja so ein schöner, schön gemachter Altbau, weißt du, da ist das halt. Ich sehe schon. Direkt neben der Engelsstatue dann so schön eingelassen. Da käme Billy auch nicht so einfach dran jetzt. Würde vermutlich auffallen. Inwiefern? Also sie käme dran? Naja, also mit hochspringen und vielleicht runterziehen, das wäre möglich. Aber es sind halt immer mal Leute draußen unterwegs, auf der Straße, die ja dann doch nicht ganz so weit entfernt ist. Und ab und zu halt eine Drohne. Und wenn da jemand am Dach hochkraxelt, das könnte eher auffallen, als wenn man sich da irgendwo anders hin bewegt. Ja, ich bin gerade ein bisschen ideenlos, muss ich zugeben. An der Stelle. Ich an dieser Stelle jetzt gerade auch, aber ich glaube, wir müssten einfach jetzt abwarten, wie das mit der Arbeit läuft. Ja. Ich glaube, das ist der nächste Punkt irgendwie, wo wir was machen können. Gegebenenfalls sogar gucken, ob wir vielleicht irgendwo eine Max-Schloss-Karte klauen können oder sowas. Ja, ich habe da jetzt nicht so viel Angestellte rumhampeln sehen, deswegen ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht die Chance, mich mit irgendwem zu unterhalten, so direkt. Ob da jemand wäre.
Ja, ich denke, wir müssen erstmal den ersten Arbeitstag abwarten und dann mal gucken, was sich da so ergibt. Und wenn sich da was Neues ergibt, dann können wir da nochmal quasi Feintuning betreiben und uns vor allen Dingen überlegen, wie wir das jetzt letztendlich alles machen. Denn ich glaube ehrlich gesagt, dass unsere eigentliche Arbeit schon vor dem Event abgeschlossen sein wird. Muss. Muss, ja. Du musst da unten rein. Das ist das Wichtigste, sag ich Das muss mal. ich sogar noch in der einen Nacht schaffen, ansonsten funktioniert das nämlich alles nicht. Ja. Deswegen, also, so, wenn Wollt uns quasi. nichts Besonderes mehr auffällt, ja, wenn nichts mehr Besonderes passiert oder uns auffällt, oder wenn wir jetzt irgendwie einen Transport ankommen sehen von irgendeiner, keine Ahnung, Klamottenfirma oder Security oder so irgendwas. Irgendwas in die Richtung. Doch, es kommt der Transport mit dem Gebäck und den Spirituosen für die Action, wo ihr dann seid, und fährt da unten ein. Da kommt der eine Wachmann, der vor dem Tor rumlungerte, dann aber mit runter. Da wird es ein bisschen schwieriger, und der hat die Lage halt auch einigermaßen im Blick. Es wird ein bisschen schwieriger zu gucken, was genau da läuft. Mist, jetzt hätte ich jetzt mal meine Minikamera gehabt. Naja. Wow. Das hätte man ja mal dran denken können. Naja, Wurst. Kann ich jetzt nicht ändern. Es wird morgen immer noch so sein, und dann vielleicht schaffen wir das morgen dann noch irgendwie mal eine kleine Kamera anzubringen oder so. Wir werden ja wahrscheinlich morgen auch noch allerhand liefern, überhaupt über die nächsten Tage hinweg noch allerhand liefern. Schon allein diesen ganzen Kram für die Bühnen und dem ganzen und das ganze Zeug, das werden die nicht alles da haben, da bin ich mir sehr sicher. Naja, so ein Kongresszentrum hat normalerweise schon alles on stage. Ja, schon, aber nicht für so ein Catwalk oder sowas. Das ist ja schon was Besonderes. Und so ein Kongresszentrum, ja, die haben Tische, Stühle und so ein Blödsinn, Haben Kaffeeküchen sie und so ein da, Quatsch, Flummi, haben sie aber da, Mist. haben sie alles da. Mist. Das, was sie nicht haben, wird mit den Pelzen gebracht. Mist. Na gut. Beziehungsweise eher, ich glaube, ich habe sogar geschrieben, wann die dann kommen, aber ist egal. Ihr wollt springen, sagt er. Ja. Direkt zum Arbeitstag. Hätte ich vielleicht vorher fragen sollen. Okay. Wer kam nochmal zuerst? Ich glaube, Billy kam vorher, ne? Ja, wir klatschen ab quasi. Ihr klatscht ab. Hä? Was? Ja, Billy 5 bis startet. 13 Ja. Uhr. Scheiße, Junge. Jojo wird Billy sowohl so kleine Mikrokameras ein paar mitgeben, wenn sie da irgendwo dingsen kann, weil sowas erfasst der Scanner ja nicht. Das kann ja auch Teil des Comlinks sein, oder sie also bastelt ihr ins Comlink rein, damit sie es nur rausmischen muss oder sowas. Nur, dass sie da gegebenenfalls entweder sogar an diesem Eingang unten, also an dieser Einfahrt unten, vielleicht sogar schon, wenn da keiner ist, eine Kamera anbringen kann. Oder sowas in der Art halt. Damit sie halt was da hat, wenn sie was braucht. Okay. Also, Billy, 5 Uhr ist der tatsächliche Arbeitsbeginn, das heißt halt ein bisschen eher da sein. Da kommt diese nette Frau von gestern, unterweist dich in deine Tätigkeiten. Das ist im Wesentlichen halt dort putzen, wo die Drohnen gerade nicht sind und den Leuten aus dem Weg gehen, die was Wichtigeres zu tun haben. Und das sind halt alle. Genau die Räumlichkeiten halt. Man geht davon aus, dass du putzen kannst. Und ihr habt das ja in der Vergangenheit oft genug geübt. Und genau. Du hast da gerade, weil ich meine 5 Uhr, da hast du ja noch ewig Zeit, bis dann die eigentlichen Besucher eingelassen werden, hast du natürlich Zeit, dich mit allen möglichen Leuten, die da so rumlaufen, wenn du das möchtest, irgendwie kurz zu schließen. Das ist der Hausmeister, das ist, naja, Sicherheitspersonal ist eine Sache. Aber das sind halt auch Leute, so Organisatoren natürlich. Und zum Teil kommen auch mal Leute, die sehr früh schon, so um 6, Leute, die vielleicht das ganze Ding für ein anderes Event anmieten wollen, bla bla bla. Wenn ich gerade etwas still bin, liegt das daran, dass ich einen Apfel esse. Tut mir leid. Du isst gesund, du bist echt eine Hilfe. Ja, Billy wird ihren Tätigkeiten etwas nachgehen. Aber es geht eher darum, dass sie sich mal umguckt, soweit wie es möglich ist. Ob sie irgendwo hinkommt, wo sie normalerweise vielleicht nicht hin sollte. Aber trotzdem mal versucht, da hinzukommen. Also gerade um die Uhrzeit sind zwar ein Haufen Leute da, ein Haufen, aber halt noch nicht so viele. Das heißt, du könntest irgendwo hinkommen, wo du nicht hin solltest. Das Rondell zum Beispiel oder vielleicht auch runter. Ich meine, du weißt ja, wie das mit dem Magschloss geht. Aber erstmal Anweisungen kriegst du dazu nicht. Moment, du sagst, ich weiß, wie das mit dem Max-Schluss geht. Naja, ich meine, ich habe ja geschrieben, da gibt es einen gebogenen Draht oder irgendwas ähnliches, was man reinstecken kann, und die Tür öffnet sich in, was war es, 1000% der Fälle, 80% der 80. Fälle.
80% der Fälle für ein paar Sekunden, wenn du das wünschst. Das ist die Tür für den Keller runter. Das Max-Schloss ist bei jeder Tür das gleiche, also jede Tür könntest du so öffnen. Oh. Steht halt immer noch jemand davor, ja. Ja, diese Person hat auch irgendwann mal biologische Zwänge, oder? Durchaus. Naja, dann wird Billy den Moment aus aufpassen, während sie die Männertoilette putzt, wenn dann dieser Kerl reinkommt, wird sie sagen, oh, Entschuldigung, ich mach mal Platz, ich will ihn ja nichts abgucken, ne? Und geht dann raus und pass auf, vor die Herrentoilette, da ist ja garantiert so, kann sie ihren Wischmopp oder Besen oder irgendein Utensil benutzen, um die Tür etwas einzuhaken, sodass man größere Probleme hat, die aufzumachen. Vom Herrenklo. Ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Wachmann ein Wachmann ist und keine Wachfrau. Ja, das ist ein Wachmann. Okay. Also es gibt da auch Frauen, aber ja, jetzt haben wir schon gesagt, Herrenklo, das passt schon. Ich weiß ja nicht, wenn du jetzt sagst, nee, das ist eine Frau, dann gehe ich natürlich ins Dann kriege ich ja wieder einen Willkürenritt ab. Nee, habe ich Angst vor. Nie tun. Ach so. Ich verstehe. Also, wie gesagt, dass man quasi den Besen oder den Wischmopp dann so hinstellt, dass die Tür etwas verkeilt ist, sodass man die Tür nicht sofort öffnen kann. Ah, kriegst du hin. Sodass es aussieht, als wäre der Besen quasi umgefallen, also der Wischmopp umgefallen, hat sich da eingehakt, dummer Zufall, Mensch, sowas aber auch. Ha! Unfähig, man sollte keine Elfen anstellen, ja. Ich bin aber blond, es tut mir doch leid. Nee, kriegst du hin. So, und dann in dem Moment, wo dann der Typ eingekarrt ist, wird sie sich an die Tür machen und mit der 80%igen Chance hoffen, dass es gleich beim ersten Mal funktioniert, um runter in den Keller zu kommen. So die Idee. Also. Pling. Ich nehme mal kurz einen Real-Life-Würfel. Real-Life-Würfel, oh mein Gott. Scheiße, Junge, klappt. Musst du W10 würfeln? Könnte klappt. Auch einen W5 nehmen. Klappt auf jeden Fall, die Tür geht auf. Sehr geil. Dann wird Billy jetzt mal in den Keller runter schleichen, cat-like. Naja, ausgestorbene Flure. Da auf der Treppe selbst ist keine Kamera und unten im Keller gibt's gar keine Kameras, deswegen ist eigentlich alles safe. Pass auf, das muss ich dir jetzt einzeichnen. Muss ich mir vielleicht auch noch merken, egal. Oh, bitte bapp da irgendwo Kameras an. Ja, Mensch. Chill mal dein Kegger, Baby. Ich hab schon nicht vergessen, dass wir Kameras haben. Also, du kommst da runter. Und aus dem Raum, der jetzt türkis wird. Aha, okay. Das ist ja ganz unten. Gott, ja. Ah, genau. Wo dann hier so die Tür ist. Da kommt dir ein Typ in einer Erika Safety Solutions Uniform entgegen, der irgendwas raunt von wegen, verdammt, der macht das irgendwas mal austauschen, das kann wohl nicht wahr sein. Und nach oben geht. Okay, und dann gehe ich mal in den Raum. Der hat mich ja jetzt nicht adressiert, der hat jetzt nichts zu mir gesagt, oder? Nö, der hat nichts, der geht an dir vorbei, der bedenkt dich mit einem Blick, der klar macht, ich bin von Erika, du bist nichts. Dann er scheint sehr geübt darin. Sehr schön. Arbeitet schon länger dort. Dann gehe ich doch mal in den Raum rein, wo der war. Ja, drei Wachmänner blicken dich gerade die Hand tief in einer Tortillatüte an, wie ein Pferd. Oh la la, Monsieur, pardon, s'il vous plaît, le cleaning room. Billy macht auf dumm. Mach mal ein bisschen überreden, Alter. Wieso? Das ist eher Schauspieler. Artisan, da muss doch. Das läuft unter Überreden, wenn du sie anlügst. Also Negotiation. Nee, Con ist das immer noch. Machst du Con? Wie jedes Mal. Okay. Aber ich finde es schön, dass wir eine Tradition haben. Ja. Habe ich 3 Erfolge dir mal eben kurz hier hingeplättert? Ich sehe schon 1 Erfolg von dir. Sie sind neu. Sie sind neu hier, ja? Pardon? Französisch, Mann. Ich gehe das Kling. Klären. Kommen Sie mit. Hä? Er packt dich etwas unwirsch am Arm, Oberarm. Oh la la, Monsieur, pardon. Und geht mit dir hoch. Kann ich irgendwie hinter ihm bleiben?
Ja, so halb hinterherzerren halt. Dann wird Billy auf den Türrahmen auch von dem, warte mal, krieg ich's hin, frage ich dich. Und zwar ungefähr quasi, wenn wir werden ja aus der Tür hier rausgehen, ne, wo ich gerade grün mal. Ja. Da oben drauf auf den Fenster, also quasi auf den Türrahmen, gerade so oben drauf die Kamera hinkleben. Hinkriegst du es auf jeden Fall. Die Frage ist, wie gut du das verstecken kannst, auch wenn die Kleine sich weiß, während du hinterhergezerrt wirst. Da bräuchte ich schon einen Wurf auf Geschick und Verkleiden. Geschick und Verkleiden? Verstecken von so Zeug ist meistens verkleiden. Klar hast du Verkleiden, Alter. Disguise habe ich tatsächlich. Geschick. Mal, Billy und kein Verkleiden. Kriegst du mal 8. Hast du schon mal gespielt? Nö, keine Ahnung. Wer bin ich denn? Kriegst du mal 8 hinterher, ne? Ja, doch. Boah, Alter, natürlich kriegst du das hier mit 4 Erfolgen. Ha! Gut. Jetzt lob mich bitte, Flummi, dass ich eine Kamera angebracht habe. Ich hab dich lieb. Dankeschön. Jetzt bin ich auch wieder zufrieden, obwohl du so unwirsch mit mir bist. Und so nervig, ne? Komisch, komisch. Wie eine Jojo. Oh. Also, du bringst die Kamera an und er nimmt dich damit hoch und bringt dich zu der eigentlich netten Frau, die dir jetzt aber nochmal in einem eher, sagen wir, strikten Tonfall klar macht, dass, wo du dich aufzuhalten hast und wie genau eine spezielle Cleaning Order aussieht, die dich da unten hinbefördert. Als der Typ sie dann fragt, seit wann wir eigentlich Franzosen anstellen, ist es so, dass Billy einfach nur grinst frech. dass sie etwas nett. Verwirrt dreinsieht. Wie meinen sie denn das? Und als er ihr dann erklärt, dass hier auch ganz schön viel Französisch im Spiel war, schickt sie ihn erstmal weg und sieht dich dann taxierend an. Ich hab keine Ahnung, von was der redet. Mhm. Ich hatte eher den Eindruck, dass er bei mir landen will, als er mich gesehen hat. Tut mir leid. Diese Wachmänner immer. Komisches Volk. Ja, die sind leider absolut nötig, um auch ihre Sicherheit zu gewährleisten. Das glaube ich, aber die sind so ungehobelt. Wir haben eigentlich sehr nettes Personal. Sie haben ihre Anweisungen, sie wissen, wo sie tätig werden. Ich sage ihnen Bescheid, wenn es woanders ist, ja? Okay, gerne. Die Dame wird den Rest der Zeit in deiner Nähe bleiben. Okay, ich habe es kapiert. Meinst du? Ich hätte nicht in den Raum gehen sollen, willst du mir damit sagen? Du bist, aber jetzt mal ganz kurz nochmal zu Details. Raum, das ist der Wachmann-Raum, also sprich, da hocken die Wachmänner drin, ja? Ihr wusstet ja nicht, ja genau, dort hocken, also dort sieht's aus, als würden die auch längere Zeit es sich gemütlich machen können. Da war auch ein Tritt Bett. An und so. Ja, ja, Kaffeemaschine. Ein Bett, ja, zumindest ein Sofa und sowas, ja. Da ist schon, da hängen nackte Frauen an Wänden, alles was Welcher und, war das jetzt? Und da, wo das Kalle. Blau da ist, ne? Das Türkise da unten, alles klar. Und der vorhergehende Raum bin ich ja auch drin gewesen, was ist denn das für ein Raum? Ja, das ist der Raum, wo zum Beispiel Klimaanlage und solche Warmwasser und so ein Scheiß durchläuft. Gut, dann ist da auf jeden Fall schon mal Scheiße. Nicht der Serverraum. Richtig. Schon mal gut zu wissen. Billy, das, whatever, du hast ja. den Quatsch, du hast den Port gesehen, wo der Typ sein Cyberdeck anschließt, der jetzt auch wieder halt runtergegangen ist. Da muss es halt noch irgendwo einen Serverraum geben, wo dann die eigentlichen Geräte stehen. Dort zumindest waren sie nicht. Mal ganz blöde, ne? Wir sind ja da bei dieser Einfahrt reingekommen. Ich konnte ja ungefähr abschätzen, wie groß das Parking, das Parkding ist, hier dieses Parkdeck ist. Kann ich anhand der Ausmaße dessen, was Billy jetzt gesehen hat, ungefähr abschätzen, Nein. Wie weit das Parkding geht? Nein. Das erfordert ein Maß an räumlicher Vorstellungskraft, das dir nicht zu eigen ist. Aber ich kann doch gut einparken. Lüger, du bist eine Frau. Frauen können nicht parken. Frauen können ja nicht mal Auto fahren. Nee, Flummi, kannst du richtig hart abschmatzen. Na gut, aber. Ich kann zumindest sagen, bis da muss auf jeden Fall Parkdeck sein, ja? Ja. Okay, das wollte ich wissen. Ich wollte nur wissen, ob bis da oder... Bis da muss auf jeden Fall Parkdeck sein. Mehr habe ich nicht gesagt. Okay. Jetzt ja, genau, noch mal, das will ich doch wissen. Jetzt nochmal ganz kurz für Dumme. Du hattest gesagt, Cyberdeck einklinken und sowas. Das war jetzt auch in dem Raum?
Aber dort ist der Port, wo er sich reinschaltet, aber die Server nicht. Da gibt es einfach noch ein Kabel dann. Aber das heißt auch, die Spinne sitzt normalerweise da unten, oder? Genau, die Spinne kam aus dem Raum mit den Wachmännern. Die hocken alle zusammen und holen sich da ein... Kennst ja. Kaffee. Ach, ich habe jetzt... Die Spinne habe ich jetzt gesehen mal. Mhm. Das habe ich aufgezeichnet, ne? Das war der in dem Erika Safety Solutions Dress. Aha. Der Arrogante. Hat der was gesagt? Na, dass die Max-Schlösser scheiße sind. Ach, und der ist hoch! Ja, ja, der kümmert sich offenbar da auch um so Reset-Scheiße. Der Spinner-Spider ist also der, den ich gesehen habe. Also von dem habe ich ein Bild, ja? Si. Très bien. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Karma-Abzug. Ach komm, wann kriegen wir Karma? Ich krieg nie Karma! Ich weiß gar nicht, wie ich das letzte Mal meine Resonanz gesteigert habe ohne Karma. Klasse. Das ist ganz viel Liebe. Anal, vaginal. Schön. Ich steigern muss ich auch mal irgendwo. Das heißt, ich weiß jetzt wieder, wie unsere Spinne aussieht. Yep. Ich, ja, perfekt, dankeschön. Ich möchte dann nachher nach diesem Hat Speer sie etwas suchen. Ausgestrahlt, was er auch wie ihre Spinne, weiß er auch, wie seine Spinne heißt? Nee. Schade. Na, mit dem Bild wäre ich nachher in der Data Search rauskriegen. Hoffe ich doch. Oh, snap! War das ein Ja oder ein Nein? Das war ein O-Snap. Okay. Gut. Genau, ja. Wir bringen die Spinne dazu, dass sie sich an unserem kleinen Coup beteiligt. Wunderbar. Nee. Wunderbar. Entschuldigung. Ich werde dann weiter putzen und weiter Ausschau halten nach irgendwelchen Möglichkeiten, mich näher umzugucken. Ich werde auch zum Beispiel den Schacht putzen, wo die Sachen hoch und runter gefahren werden. Also diesen Fahrstuhl quasi. Ja. Das ist überhaupt kein Ding, pass auf. Es ist so, du kriegst irgendwann im Laufe deiner Arbeitszeit halt den Auftrag, auch mal das Ding ordentlich durchzufeudeln und auch die mechanischen Teile da mal kurz drüber zu läppeln. Es ist aber schon so, dass dir die Frau jetzt tatsächlich ultra pedantisch immer einen Cleaning-Auftrag gibt für einen spezifischen Bereich und mit halt so ein paar Hinweisen, was man da vergessen kann oder so ein Shit oder wo halt die spezielle Möbel nicht echt Holzpolitur anzuwenden ist, aber du sollst dich jedes Mal zurückmelden und sie hat damit so ungefähr einen Blick, wo du sein müsstest und sie ist tatsächlich argwöhnisch, ist die Alte. Argwöhnisch. Ja, ja, ich mach keinen Scheiß. Leg dich mal ins Zeug, nur, ja? Alter, fick mich nicht an von der Seite, du Pissnell. Hau ich in die Fresse, Klein. Schön. Nee, das hat Billy jetzt gerade zu der Alten gesagt. Okay. Nein, nicht. Das dachte ich mir fast, dass das eher an mich ging. Das ist noch schlimmer. Dö. Gut. Genau. Also genau, du wolltest hier bei der Gelegenheit, guckt sie das Teil an. Mhm. Passt Jojo rein. Also da Dehnungsübungen. Ich habe gehört, Billy Pilates war das, ne? Ja, ja, Billy macht Pilates. Ihr solltet auf jeden Fall eine kleine Session einfügen. Jojo ist sicherlich auf dem Skateboard versiert und so, aber die muss richtig dehnbar sein. Ich werde die kleine durchdehnen. Ich meine, mit dem Alter geht das ja weg. Das kommt dir fürs nächste Video durchaus zu gut. Ja. Richtig. Also sie passt rein, aber unangenehm und viel Kram. Also ein halbes Hardware-Kit kriegst du mit rein, mehr nicht, auf gar keinen Fall. Sag mal, herzallerliebster Spielmeister. So heiße ich. Genau, vor allem herzallerliebster. Mhm. Die möchte ich hier nochmal ganz klar unterstreichen und in Bold Areal 12. Mit Was Rot. Willst du denn? Ich möchte wissen, ob ich da drin eine Kamera anbringen kann, ohne dass die sofort auffallen würde, wenn jemand was reinlegt, der gerade beschäftigt ist. Na, du putzt das Ding, das heißt, du hast richtig viel Zeit. Es gilt da auch, den passenden Fleck zu finden. Ich nehme an, du möchtest einfach deine 4 Erfolge von vorhin erneut benutzen. Ja, das ist natürlich die Grundidee gewesen. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Ja, ja. Es geht einfach darum, weil wenn das Ding runterfährt und das Teil sich öffnet, dann sehe ich ja auch, was unten ist. Ohne, dass ich selbst runterfahren muss. Das heißt, die Idee wäre quasi, dass die Kamera anzubringen, das Teil runterzufahren, wenn es sich dann unten öffnet, rauszugucken, was genau Sache ist. Was in diesem Raum ist. Ich möchte bitte, dass ihr euch aufschreibt, wo ihr jetzt Kameras platziert habt. Und ich möchte bitte wissen, wo ungefähr dieser Fahrstuhl liegt, damit ich ungefähr sehen kann, welcher Raum das wäre. Hä? Wo der sich öffnet. Ja, das hat zu recht. Im Keller wissen wir nicht, wo der... Ach so. Ja, und wisst ihr auch jetzt nicht. Wir wissen aber doch jetzt, wo der Fahrstuhl ist. Oben, ja.
Ja, wir wissen jetzt, wo der oben ist. Der geht aber gerade runter. So. Wir haben eine ungefähre Orientierung im Keller, dadurch, dass wir einen Kellerplan haben und auch wissen, welcher Raum wo liegt. Moment, das zählt als logisches Puzzle. Da möchte ich bitte meine Puzzle-Leidenschaft ausleben. Der Spielleiter versteht gerade nicht, was ich meine. Natürlich verstehe ich, was du meinst, aber ich habe dir ja gerade schon gesagt, räumliches Vorstellungsvermögen. Das mit dem Puzzle sehe ich aber ein. Nicht nur, sondern ich weiß doch, wo der grüne Raum liegt im Verhältnis. Deswegen kann ich doch auch dann sagen, woher weißt du denn im Verhältnis, wo der liegt? Du weißt ungefähr, wo das abgeht, aber der Keller ist ja nicht genauso groß wie das Ding. Nein, das weiß ich, aber ich weiß ja, wo der Pelzlagerraum ist. Der liegt ja da, wo bei uns die Satellitenschüssel ist, weil ich ja die genaue Position der Treppen habe. Nein, eben nicht dort, wo der Satellitenschüssel-Ding ist, sondern das ist der Raum, da drüber halt, links oben drüber, ja, genau. Über dem grünen. Ich möchte jetzt auch ein Miau haben. Weil, nein, aber ich habe Position der Treppen durchgehen. Deswegen. Du kannst dir das aber nicht so gut vorstellen. Ich lasse das Puzzle-Ding durchgehen mit einem Logik und Logik plus 2 Wurf. Ich habe sogar Pläne. Mit Maßstab. Das mag sein, aber trotzdem, drüberlegen oder was? Kennst du dich aus? Ja. Gar nicht kannst du. Du hast keine Wissenswertigkeit, Architektur. Das wirst du diesmal nicht in den Arsch geschoben bekommen. Ich möchte bitte den Düsswurf sehen. Und jetzt, bitte, sage ich einfach nur. Das war anstrengend. Darf ich jetzt würfeln? Hau rein. Wirklich? Ja, komm. Bam! 4 Erfolge. Ey, sag mal, was ist denn los? Hier braucht man ein anderes Würfeltool. Ich compile mir jetzt noch sofort einen neuen Sprite. Ich würfle heute gut. Das bringt ja nichts, wenn du nicht registrierst. Ja, deswegen will ich ja kompilieren und dann registriere. Nein, mache ich natürlich nicht. Es sei hiermit eingezeichnet. Was? Wo? Das rote Viereck, was ist voll gut ausgemalt und so. Das ist, wo die Kamera. Was? Das ist, wo der Aufzug unten ankommt. Ach so. Ach, das ist dieses rote Viereck. Und das andere rote, die Linien, die unschrägen. Die hat Flummi vorhin eingemalt. Oh. Das ist dort. Also die obere ist dort, wo auf jeden Fall das Parkdeck hingeht. Und das andere ist Müll. So, und was ist. Sehe ich im Raum irgendwas? Es muss ja irgendeine Art Lagerraum sein oder sowas, sonst würde ja da nicht der Geschirr aufzukommen. Da sind die ganzen Spirituosen und Gebäcke und Kühlschränke und da ist auch, weil der Raum ein bisschen größer ist, du kannst natürlich nicht alles einsehen, weil du hast ja nun, Versorgungsraum. Ja, da sind vermutlich auch die Kleidungsstücke drin, die dann zum Beispiel Jojo bekommt. Aber du guckst ja aus dem Schacht raus, da ist ja das Sichtfeld ein bisschen eingeschränkt. Naja, so, pass auf, Spielleiter. Du stehst mir jetzt aber bitte wenigstens zu, dass ich dadurch, dass ich diesen Plan habe, in dem genau eingezeichnet ist, was ist Raum und was ist nicht Raum. Das ist ja ein großer, etwas übers Eck gehender Raum. Ich glaube, jetzt beschweren sich gleich, dass meine Mucke wieder zu laut ist. Ja, deine Mucke ist viel zu laut. So, jetzt ist sie aus. Das bedeutet, ich male jetzt einfach mal. Ist es richtig, dass das alles ein Raum ist? All das ist ein Raum mit einem kleinen Teiler, der ja dort oben leicht schwarz eingezeichnet ist, der scheißegal ist. Ja, deswegen gehe ich davon aus, dass dort nicht die Server sind. Ich stimme dir da voll und ganz zu. Das bedeutet, wir haben gar nicht mehr viel Platz für unsere Server. Richtig. Wenn deine zweite Vermutung bezüglich des Parkdecks richtig ist, ja. Wenn meine zweite Vermutung, nein. Aber das bedeutet zumindest, dass wir, selbst wenn sie nicht richtig ist, haben wir nur noch... Wobei, wir haben doch... Links das oben. Hier sind doch Pläne. Das ist doch der genaue Kellerplan. Der muss uns doch das Parkdeck eingezeichnet haben. Nein. Die Sau. Warum gibst du uns dann Pläne? Wenn die Pläne nicht stimmen. Damit wir ein bisschen noch arbeiten müssen für unser Geld. So ein Wichser. Ich dreh durch. Auf dem Plan, den ihr bekommen habt, ist sogar noch nicht halt die Zufahrt für das Parkdeck, sondern da ist, wie es auf dem Plan, den ihr halt habt, oben eingezeichnet mehrere verschiedene Räume. Okay. Kann Billy mit ihrem räumlichen Vorstellungsvermögen ungefähr abschätzen, wie weit das Parkdeck geht? Nein. Mindestens bis dahin, wo du es zuerst einzeichnetest. Maximal bis dahin, wo du es zu zweit einzeichnetest. Ich glaube, es ist Zeit für Jojo-Action. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir jetzt Schluss machen. Ich bin nämlich sehr müde. Другой раз я буду просто поумнее.
In ihrer leeren Wohnung. Richtig, nachdem alles leergeräumt wurde. Ich bin wieder zu Hause. Ich glaube, das wird mal besser sein, oder? Ey, Schlumpfine, sag mal, was machst du heute Abend noch so? Ich? Ich blas dir einen Blasebalg auf. Scheiß Alter. Ey, jetzt... Das Schlimme ist, es ist eigentlich nicht lustig. Es ist auch nicht lustig gewesen, dass du es vorhin gemacht hast, aber jetzt ist es plötzlich lustig. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben den Punkt überschritten, oder? Ja, ich glaube auch. Scheiß sein! Genau. Ich hoffe jetzt, in der Aufnahme wird das alles passen soweit. Ansonsten muss ich das Outro nochmal einsprechen, was schade wäre. Aber... Ja, dann hätten wir ja einen Scheißverein weniger und das ginge gar nicht. Ja, war cool, die neunte Session, ne? Ja. Lass mich ganz kurz überlegen, die ist war doch okay. Fandst du nicht? Ich fand ja vor allen Dingen schön, dieser kurze französische, etwa. Doch ja, hat mir gefallen. Ich kann es leider nicht wiederholen, weil, ne? Aber da war von Billy schon gut improvisiert. Ja, Billy wollte es französisch an. Oh Gott, ich muss damit aufhören. Vor allem, das war jetzt echt. Schlecht? Ja, ich sag ja, ich muss damit aufhören. Ich kann es nicht mal verhindern. Das kommt aus einem Mund, ohne dass ich das... Das war unter deinem Nivea. Revea heißt das. Man muss prinzipiell jeden Spaß mitnehmen. Es gibt kein Niveau, das ich nicht unterbieten könnte. Bei Freud und ja, das war ein Zitat. Es ist einfach so krass, dass wir nichts Eigenes haben, außer Rapappeln und der Rest ist eigentlich alles wirklich nur... Besser Rapappeln. Gut geklaut als... Schlecht alles kopiert. Nur geklaut, Eo. Oh je, das war jetzt aber ganz weit unten. Ja, aber natürlich. Und der beschwert sich über meinen Nivea. Wie tief hast du dich dafür bücken müssen, meiner? Bis ganz unten auf die Dose. Dafür machen wir doch Yoga. Nee, das war Shortbus zum Selbstblasen. Dafür machen wir Yoga. Ach so. Und letzte Rippenbögen rausoperieren lassen, so wie... Das Mary ist ein Gerücht, das leider nicht bestätigt ist. Das ist doch aber scheißegal. Das klingt toll. Das wäre so unglaublich witzig. Haben wir noch irgendwas zu sagen im Outro oder sollen wir die Legal-Scheiße abhandeln? Mach mal Legal. So mit unserem totalen Ernst, den wir mir die Sache reinbringen. Ja. Also ich mach Tops, Flummi macht Pegasus. Genau. Und du machst das Lied. Irgendwie finde ich das nicht fair. Wer sagt denn hier, dass irgendwas fair abläuft? Du musst schon anfangen, das, ne? Wieso ich? Wenn du Tops machst. Dann. Ich mach. Jetzt, wir fangen immer mit der Common Creative Fucking License an, du Arsch! Ja, aber oder? Die machst du doch auch, oder? Wenn du gesagt hast, du machst Tops, das doch vorher. Also hier, Creative Fucking License, Alter, CFL, Bro, yo! Hat zu oft gesagt, steht sowieso. Bitte und lass das. Leck at mich. So, und jetzt kommt es. Ich hab vergessen meinen Einsatz. Oh je. Ich habe vergessen meinen Einsatz und ich habe vergessen, wie Grammatik. Richtig. Er sich fügen soll. Nein. Ja, wir was? Ach so, Shadowrun. Ja, Shadowrun ist eine eingetragene Marke der Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten von Amerika und wird vertreten in Deutschland durch den Pegasus Verlag GmbH. Hast du jetzt gerade einfach Flummi ihren Dings weggeklaut oder was? Dann macht sie halt mein Spotlight. Nein, er hat mir mein Spotlight gestohlen. Wie immer mit Billy, weißt du? Ja. Hey, Jojo, du kannst es ja gern machen, aber es geht viel einfacher mit Hacken. Klar, vor allem, weil es so immer gut funktioniert mit ihren Sprites. Kann jetzt Flummi halt Lied machen, was ist das Problem? Ja, das Lied ist, wie war das? Clinical Archive Mix? Das ist das Album, richtig? Genau, das ist das Album. War das Russian State Museum Lottery? Ja, sehr gut, das ist das Lied. Ist das Lied?
Richtig. Und Opa ist die Band. Du bist die Beste. Kann ich einen Danke. Applaus bitte jetzt haben, endlich mal Spielmeister? Du darfst es so singen, das Applaus. Nee. Wenn okay, du dir selbst auf die fette Wampe schlägst, das halt nicht genau. Auf den Kopf zählt auch nicht. Das, ja. Na dann, ist schwierig. Aber warte, gib mir, du kriegst jetzt deinen scheiß Applaus, eine Sekunde. Ja, ich warte jetzt so lange. Das ist Outro. Du hättest jetzt auch Applaus singen dürfen, aber das ist okay. Wie Kermit der Frosch?